Der Wildraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr irgendwas auf der Sine Domini und sind natürlich jetzt vom Rock of Bral weg, allerdings nicht ohne vorher noch die wichtigsten Sachen erledigt zu haben. Und zwar haben Nortag und Goom sich zurück zum Happy Beholder geschlichen in einer hervorragenden Verkleidung, um dort die Ausrüstungsgegenstände zu besorgen, die wir im Happy Beholder eingelagert hatten. Während der Rest der Bande... hallo Aura. Hi. Hallo Aura. Auras Avatar, nicht erschrecken, ist noch ein ganz klein bisschen groß, weil ich, man sieht es vielleicht schon, das Layout angepasst habe. Man sieht jetzt mehr von der Action. Leider auch weniger von den coolen Avataren, aber ich hoffe, dass es ein angemessener Tausch. Gut, wo war ich? Ach ja, nice. Der Rest währenddessen hat versucht, zu Remina zu kommen, zu unserem vorherigen Schiff, um dort Keks und namensgebenden Fisch Remina zu finden. Sind da nochmal auf einen alten Freund getroffen, einen GIF, und haben sich auch mit verschiedenen Tricks und Möglichkeiten den beiden Tieren habhaft werden können. Und es gab einige, die versucht haben, den GIF, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, weil ich den sowieso nicht auf die Kette kriege, noch ein bisschen zu ärgern und wollten ihm noch die Geldbörse stehlen und diverse andere Kleinigkeiten. Gestunken hat er, glaube ich, auch mal kurzzeitig. As you do. Während Nortag und Goom im Happy Beholder mit Luigi gequatscht haben und noch einen Schluck getrunken haben, ihre Sachen genommen haben und zurück zur Sine Nomine gekommen sind. So, angekommen auf der Sine Nomine sind die anderen dann auch wieder, haben Keks und Remina wieder dabei gehabt und wir haben uns relativ schnell dafür entschlossen, erstmal abzulegen, irgendwohin, wo wir nicht steckbrieflich gesucht werden. Und dementsprechend sind wir in die astrale See. Sind wir in der astralen See noch? Oder ihr seid im Wild Space. Die astrale See wäre noch ein bisschen weiter. Genau, die astrale See hätte den Nachteil, dass in der astralen See gibt es keine Karten oder so. Man denkt einfach daran, wo man sein will und hat instinktiv den Weg dahin. Das bedeutet, wenn ihr da wärt, müsste man einfach nur denken, ich will zu dem und dem Typen und wüsste, wo ihr seid. Genau. Deswegen sind wir im Wildraum, wie ich ihn gerne auf Deutsch nenne. Der Wildraum, unendliche Weiten, ich mag das. Aura und Goom haben sich über die Karten gestürzt, um zu gucken, wohin wir uns denn bewegen könnten, während der Rest Dinge erledigt hat. Nortag hat sich ein bisschen in der Küche eingelebt. Elasair hat ein bisschen angefangen, eine neue Werkstatt aufzubauen. Und Choctaw hat nach, was zum Jagen gesucht. Wahrscheinlich. Choctaw hat Dinge getan. Und Visco natürlich. Entschuldigung, nicht Visco, sondern Captain Blacksmith hat natürlich am Helm gesessen und das Schiff gesteuert. Und. Es sind ein paar interessante Dinge über manche Charaktere vielleicht zutage gekommen. Und dass ihr außerdem alles auf dem YouTube-Kanal vom Weltenweber nachschauen könnt. Wir haben Kurs gesetzt auf ein, zu einem Asteroiden, wo eine verruchtere Bar sein sollte. Aber bevor wir da ankamen,
hatten wir noch mal einen kleinen Encounter mit einem Schildkrötenschiff. Wir haben noch Space-Kraken vorher besiegt. Ah ja, der Space-Krake war vorher. Die Space-Kraken sind noch an Bord des Schiffs gekommen und wurden von uns fachgerecht in Sushi-Stückchen zerlegt. Bis auf einen, der, glaube ich, abhauen konnte. Und dann kam das Schildkrötenschiff mit einer Gnomen-Kapitänin, die eine Mannschaft aus Autognomen besaß. Und die hat uns unter anderem den Tipp gegeben, dass ein umherziehender Händler in der Nähe ist. Und dann haben wir beschlossen, alles klar, lass uns doch mal gucken, wo der Händler ist. Nachdem wir uns natürlich auch mal das Schildkrötenschiff angeschaut haben und so ein bisschen mit der Dame gequatscht haben. Und dann sind wir aber zum Händler gefahren und es wurde eine Shopping-Folge. Und nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Ja, also Captain Blacksmith ist jetzt im Besitz mindestens einer Schatzkarte. Und wer weiß, wohin uns das noch führen wird. Goom wurde leider nicht schlau daraus, woher sein Kieselstein kommt, den er mit sich herumführt. Aber wir wissen, das wird alles in der Zukunft wahrscheinlich aufgeklärt werden. Und das war, soviel ich jetzt zusammenkriege, die letzte Folge von Sine Nomine. Das ist korrekt. Und damit, ja, sind wir wieder an Bord der namensgebenden Sine Nomine mit ihrem wunderbaren großen End darauf, der immer für ausreichend frische Luft sorgt. Die Reise zu diesen Felsen, auf denen eine Piratenbar sein soll und wo, sagen wir mal, euer Kopfgeld wahrscheinlich niemanden interessiert, weil die meisten Leute selbst ein ziemlich starkes Kopfgeld auf sich ausgesetzt haben und man sich nicht gegenseitig in diese bespuckt, wird noch ein wenig dauern. Das bedeutet, ihr habt noch Zeit, euch geistig darauf vorzubereiten oder euch sonst wie darauf vorzubereiten, wie auch immer ihr das für angemessen haltet. Meine Frage an euch ist also, was möchtet ihr tun? Mit Keks ein bisschen üben und spielen und dann Kampfübungen machen. Ein guter Jäger muss vorbereitet sein. Das ist richtig. Keks wird die Übungen dankbar annehmen. So, ich hoffe, mein Mikro ist nicht ganz zu kartoffelig, weil wir haben leider ein bisschen eine schlimmere Störung. Also das wird sich nicht so schnell beheben. Ich bleibe auf dem Handy. Okay, es geht. Aura wird den Captain ein bisschen auf den Keks gehen, wenn er denn Zeit hat und ihn ein bisschen, er kann ja auch navigieren und sie macht das ja eher intuitiv und sie wird gern auch so das klassische Navigieren ein bisschen verinnerlichen wollen und entsprechend ihn dann halt fragen, ob er ihr das eine oder andere die Richtung dann zeigt. Okay, natürlich. Dafür ist dein Captain doch auch da. Ja, wunderbar. Weil ich habe das immer so nach Gefühl gemacht und das funktioniert relativ gut, aber ich denke, die Technik dahinter ist sicherlich auch nicht unwichtig. Ich muss mir das anschauen. Ja, Goom würde sich zu Elaser begeben und mal an seinen Klamotten zupfeln. Du? Also er ist gerade gebeugt über seine Utensilien und wie so ein Kind im Schlafenland, im Spielwarenland, alles auspacken und da und hier in Werkstatt einrichten weiter. Ja, was? Aura, bist du? Ach nein. Goom? Was gibt's? Ja, hi, hallo. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, als wir auf dem Fels von Brahl in Gefangenschaft waren, da hatte ich so ein bisschen das Problem, dass ich Angst hatte, meinen Stein zu verlieren. Und ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Kannst du mir irgendwie den in einen Armreif oder irgendwas einbauen, damit ich den besser am Körper behalten kann? Er dreht sich zu dir, nimmt es auch völlig ernst, weil er sich daran erinnert, wie du warst auf diesem Stein. Auf diesem Stein zum Tal. Zeig mal her. Goom holt diesen roten Kieselstein hervor und gibt ihn etwas zögerlich, aber dann doch
Elassair in die Hand. Ich würde mir den mal genau anschauen. Na, ich glaube, Gum, du kannst ihn am besten beschreiben, wie er aussieht. Tatsächlich ist es eher ein unscheinbarer Kiesel. Hat noch die ein oder andere scharfe Kante. Also als wäre er von was Größerem abgebrochen. Aber sieht auch so aus, als wäre er über ein Jahrhundert mindestens mal im Meer glatt geschliffen worden. Wie gesagt, bis auf ein oder zwei Bruchstellen, die man sehen kann. Er wirkt zumindest nicht wie ein Mineral oder wie ein Stein, dass man dass man so an der Schwertküste finden würde. Wie groß ist der ungefähr? Tatsächlich so ein kleiner, flacher Kiesel, ungefähr wie eine Goldmünze vom Durchmesser her. Ich kann mir vorstellen, daraus... man kann es sicherlich in Schmuck einbetten. Man könnte eine Glaswand drauf machen. Ich kann es dir als eine Art Brosche an den Hut machen oder als Armreif. Ich hätte dann gerne als Armreif. Lässt du ihn hier oder nimmst du ihn mit? Ach, ich guck zu, was du machst. Oh, das dauert eine Weile. Ja, ist kein Problem, ich hab Zeit. Laser guckt so ein bisschen seine Werkstatt des Chaos hinter sich an. Und ich bräuchte etwas Vorbereitungszeit, bevor ich damit starten kann. Gut, dann komme ich irgendwann wieder zu dir und er nimmt dir den Stein wieder aus der Hand. Geschickt und schnell und steckt ihn sich wieder ein. Und du sagst Bescheid, wenn du soweit bist, dann können wir das angehen. Das wäre super von dir. Er hält dich nochmal so kurz fest, auch an der Schulter. Würde dich nochmal so zu sich drehen, wenn du im Gehen bist. Ich will auch nicht, dass es dir schlecht geht. Es hat mir nicht gefallen, wie du drauf warst, als wir dort gefangen waren. Wir passen auf dich auf. Dankeschön. Und Boom geht wieder an Deck. Und jetzt zurück zum Spielzeug. Zurück an die Arbeit. Genau das würde ich auch machen, das Zeug unten einrichten, alles so ordnen, das Zeug verstauen, die Hölzer, Metalle und Co. Und je nachdem, wie lange der Tag noch ist, würde ich mich dann für den nächsten Tag darauf vorbereiten, mit neuen Tools umgehen zu können. Ja, das wird definitiv ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Auch ein geordnetes Chaos will ja erstmal erzeugt werden. Du wolltest das, glaube ich, im unteren Teil einrichten, ne? Also unter Deck. Genau. Diese Ecke oben rechts würde ich da mir als Werkstatt nach und nach ausbauen. Okay, Sekunde, ich ziehe euch mal drauf, dass du das vielleicht einmal abstecken kannst. Hier wolltest du das irgendwo, glaube ich. Genau, hier oben in dem Bereich so. Alles klar. Kann ich es fix einzeichnen und du machst es dann wieder weg? Ja, zeichne einfach mal ein Elassairs Bastelecke oder so. Dann passe ich die Karte an. So oder nur die Hälfte davon an der Wand? So ungefähr. Ja, das reicht schon, denke ich. Da hast du einen ordentlichen Platz mit dem du gut arbeiten kannst. Ich würde dann nach und nach auch so ein bisschen den Tresen dahin bauen, dass man dann auch gemütlich zusammen sitzen kann, weil ich habe ja schon gern Gesellschaft und arbeite gerne das so getrennt voneinander. Mit einer Minibar? Ja, schon. Oh, nice. Alles, was man so braucht auf einem ordentlichen Schiff. Eine Minibar, Billardtisch, Whirlpool. Apropos Dinge, die man braucht. Wir haben irgendwo noch diese kaputte Rüstung rumliegen. Ja, ich schätze mal, die liegt auch hier irgendwo rum, weil das ist der Stauraum. Die ist ganz schön mitgenommen. Ich meine, das habt ihr ihr zu verdanken. Mhm.
beziehungsweise das hat sie euch zu verdanken. Also ich würde mal sagen, ich zeichne das auch mal eben ein. Ich würde mal sagen, die liegt hier so schön ordentlich aufgebahrt. Da die Arme, da die Beine, da der Kopf, da das Lachmodul, das völlig kaputt ist. Es gab da schon Ideen für. Für das Lachmodul jetzt oder allgemein für das Ding. Wenn du da ein paar Rohre reinbaust und beim Kopf vielleicht so eine Glasluke, dann kann ich da reinschlüpfen und es als Exosuit benutzen. Egal. Battlemac. Gut, also Elazer hat definitiv zu tun. Hat sonst noch jemand irgendwas Großes vor in dieser Zeit? Nottak wird sich einen Raum suchen. Ich glaube, er wird sich die ehemalige Küche vornehmen und da seine Küchenutensilien und sein Brauereiwerkzeug, das er sich erstanden hat, mal aufbereiten und mit seinem neuen Gefährten, dem kleinen Hamster, mal ein bisschen klar Schiff machen. Okay, ich pack dich mal in die Küche. Da ist die Küche und so wie ich das gehört habe, der Hamster hat ja jetzt auch offiziell einen Namen. Ganz genau, der Dank geht raus an meine tolle Instagram-Community. Der Hamster heißt jetzt nämlich Cornelius Flauschpopo. Hamster-Name ist Cornelius Flauschpopo, okay. Wir haben für diesen Hamster gewotet. Ich dachte, das ist ein echter Hamster. Oh, wie cool. Ja, die haben für meinen Nordtag-Hamster gewotet. Ich bin überrascht, dass es nicht Hamster Mac Hamster Face wurde. Willkommen in der Crew, Cornelius. Genau, und da ich ein guter, braver Mensch bin, nehme ich den Namen natürlich. Genau, und Nottag wird sich dann da in der Küche mit Brauereiwerkzeug und Küchenwerkzeug einrichten. Alles klar, auch das wird vielleicht einen Tag dauern. Man muss das ja alles ein bisschen zurechtlegen. Gerade in der Küche ist ja wichtig, dass man weiß, was wo ist. Wo käme man denn sonst hin? Das ist die Teufelsküche. Hey! Hey! ich würde tatsächlich noch was nachgucken, mal auf den Karten, wie weit das weg ist. Und zwar der Punkt, von dem Aura weiß, wo als letztes die Sephira war, bevor sie zerstört worden ist. Jetzt von dem Felsen, zu dem ihr hinfahrt, oder ja, von oder Brahl? Ja, genau. Nee, von da, wo wir jetzt hinfahren. Also generell. Das ist ein gutes Stück weg. Also nicht mal in derselben Region. Okay, danke. Ich muss gestehen, ich arbeite dafür an einer Karte, aber Space-Karten zu machen ist schwierig, deswegen bitte ich da um Geduld, aber sobald ich das habe, werdet ihr es sehen. Ich weiß nicht, kennst du die große Karte von Star Wars, von diesen ganzen Expanded-Universe-Geschichten? Ja, die kenne ich. Da versuche ich mich ein bisschen dran zu orientieren, aber ich bin noch an der Penrolling. Ja, ich glaube, das dürfte am einfachsten sein. Weil dreidimensional ist halt einfach schwierig. Nee, dreidimensional um Himmels Willen. Ich habe wirklich kein räumliches Vorstellungsvermögen. Das wäre eine absolute Katastrophe. Apropos, ich finde es super, dass wir die Masten jetzt so haben, dass es passt. Aber damit werdet ihr schließlich nach einem weiteren Tag an dem... schauen wir mal eben. Tatsächlich nichts weiter passiert, außer dass ihr an einem ziemlich großen Stück Debris vorbeikommt, also einem riesigen Space-Findling, kommt ihr schließlich zu eurem Ziel, dem namenlosen Piratenfelsen. Der hat tatsächlich keinen offiziellen Namen, schlicht und ergreifend, weil er dann ja so etwas wie eine Community wäre und das wollen die Leute da nicht so wirklich, warum auch immer. Jedenfalls, ich mache mal etwas passendere Musik an. Es ist nicht ein großer Fels, an den ihr jetzt kommt. Es sind insgesamt 6.
Der äußerste davon ist anscheinend so etwas wie das Dock. Da seht ihr mehrere Bootssteige, an denen verschiedenste Schiffe angebracht sind. Ihr seht tatsächlich ein anderes lebendes Schiff, dessen End allerdings wesentlich älter aussieht und anscheinend im Herbst ist. Ihr seht ein schwarz angestrichenes, schlankes Schiff mit schwarzen Segeln, einer schwarzen Flagge. Die Netze daran sind schwarz. Der Anker ist schwarz, die Kanonendeckel sind schwarz angestrichen und als ihr einen kleinen neugierigen Blick so ein bisschen an die Seite werft, seht ihr, dass sogar die Fenster schwarz sind. Es ist, als würde das Licht einfach verschluckt werden, wenn man auf dieses Schiff guckt. Es gibt ein Schiff in Form eines Tintenfisches, ein Schiff in Form eines Anglerfisches, also alles Mögliche ist hier zu sehen. Es würde sich schon lohnen, hier anzulegen, einfach um die ganzen unterschiedlichen Schiffe zu sehen, die hier gerade vor Anker sind. Aber das ist natürlich nicht das, weshalb ihr hier seid. Ihr seid hier wegen dem, was sich auf den anderen Felsen befindet. Und das ist die Karte, die ich für euch vorbereitet habe. Man sieht vielleicht nicht alles, weil dort selbstverständlich ein paar nicht sichtbare Dinge sind. Aber durch verschiedene Brücken verbunden, die mehr oder weniger vertrauenserweckend aussehen, seht ihr mehrere Felsen. Der, auf den ihr hier zukommt, darauf steht ein... Na, Haus ist vielleicht zu viel gesagt. Es sieht aus, als hätte irgendjemand die Überreste von einigen Rettungsbooten genommen und wild aufeinander gestapelt, bis es nicht mehr beim ersten Windstoß zusammenbricht. Daran steht in etwas ungelenken Schriftzeichen Zoll geschrieben. Das Z ist falsch herum. Die Brücken hier sind ähnlich vertrauenserweckend. Sie knarzen etwas unter eurem Gewicht und obwohl die Felsen hier anscheinend fest zueinander stehen und hier eindeutig Gravitation herrscht und ihr die Luft atmen könnt, unter euch befindet sich die endlose Weite des Alls, was euch wahrscheinlich dazu antreibt, jeden eurer Schritte ganz genau zu überlegen. Nordak, keine Angst. Wir können uns aneinander binden. Wenn ich falle, dann hältst du mich... Nein, Moment, wenn du fällst, dann halte ich dich fest. So rum. Nee, danke für das Angebot, Guma, aber glaubst du wirklich, du könntest mich halten? Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Natürlich, ich bin nicht der... Ach, vergessen wir es. Und Nordak mustert Gum so kurz und klopft ihm dann aber freundschaftlich auf die Schulter, um seine... Hehehe, vorsichtig, wir sind noch auf der Brücke. Keine Sorge. Also wenn es ganz schlimm ist, kann ich dich auch levitieren. Naja, je nachdem, wie schlimm die Brücken noch werden, aber ich komme vielleicht zurück auf das Angebot. Ja, also einmal für einen, ja, also das ist so ein Einmalding. Aber das kann ich anbieten, wenn es wirklich jemand schwierig hat. Oder Chakta wirft dich einfach. Ein Zwerg wird von niemandem geworfen. Oh, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich einschlagende Ergebnisse hat. Wie eine Kanonenkugel. Und du siehst genau. In Nordtags Augen, wie er doch tatsächlich kurz überlegt. Ich bin der Meinung, wir könnten mal ein paar Team-Moves trainieren, wenn wir wieder Zeit haben. Da wäre ich dabei. Ihr braucht dann nur noch coole Posen und einen Namen. Begin New Force. So, da steht was. Soll. Ach nee, ich glaube, die meinen, das heißt Zoll. Aber was soll denn das? Hey. Wir was schauen wir doch mal. Zollen? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, auf diesem Haufen hier und in dieser Hütte. Ich meine, ich erkenne, dass es ein Haus sein soll, aber vielleicht kann ich, wenn ihr wirklich Geld haben wollt, vielleicht kann ich auch mit Arbeit helfen. Ja. Ich meine, das kann ja keiner anschauen. Wollt ihr vorgehen? Aber wir haben doch gar nichts zu verzollen. Ich weiß nicht, ob wir unser Schiff hier alleine lassen können. Ich meine, hieß es nicht, dass hier lauter Ganoven wohnen? Weltenweber, sieht man irgendwen in der Nähe stehen, dem man sich wenden könnte, oder ist das wirklich nur das in Anführungszeichen Haus? Das ist wirklich nur das in Anführungszeichen Haus, wenn ihr ein bisschen in die Richtung hier guckt.
Dann seht ihr dort in einer Ecke, was aussieht wie die Überreste eines Schiffes, wo anscheinend mehrere Tische und so weiter stehen. Da seht ihr einige Leute sitzen, unterschiedlichster Couleur. Aber hier auf dieser Insel, auf der ihr euch gerade befindet, seht ihr keine weitere Person, nur dieses, ich nenne es mal großzügig, Gebäude. Nun, da keiner rauskommt, um von uns Geld zu verlangen, können wir ja weitergehen. Wäre ich auch dafür. Chakta geht einfach dem Captain so schräg im Kreuz immer hinterher. Okay, die Brücken hier, die knarzen doch ein bisschen unter eurem Gewicht. Sie scheinen zu halten, das ist nicht das Problem. Aber manchmal, wenn ihr so einen Schritt macht, denkt ihr euch, war das jetzt so eine kluge Idee? Nordtag beginnt leise zu beten. Also unter euch geht's sehr, sehr, sehr tief runter. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Bei mir knarzen die nicht. Ich weiß, warum ich lieber unterm Berg bin. Wenn ich drüber laufe, knarzen die ja weniger als vorher. Ich werde beim Drüberlaufen mal mit meinem Stock und mit meinem Holzarbeitertool ein bisschen prüfen, wie diese gebaut sind und wie stabil die wirklich sind. Und ob sie vielleicht auch Schwachstellen haben, die man nutzen könnte. Aura scheint anscheinend nicht so besorgt zu sein, aber die ist auch nicht so schwer. Also Ella, sehr, du hättest mehr Vertrauen, wenn, sagen wir mal, da irgendetwas genutzt worden wäre, was auch irgendwie die strukturelle Integrität hat. Im Grunde genommen sind das Holzplanken, die irgendjemand zusammengebunden und wenn er sich ganz großzügig gefühlt hat, mal mit ein oder zwei Nägeln zusammengehauen hat. Dass das Ganze nicht zusammenbricht. Vielleicht ist es ein Wunder, vielleicht ist das auch irgendwie besonders raffinierte Architektur, die aufeinander sich so stützt, die du nicht so ganz verstehst, aber das glaubst du irgendwie nicht. Seltsam. Zum Glück ist Chakta schon drüber gegangen. Das war der beste Beweis, dass es hält. Chakta wird auch an einigen Stellen mal so ein bisschen gewippt haben. Ah, da hat's richtig geknarzt. Also das waren Geräusche, die sollte eine Brücke definitiv nicht machen. Wenn ihr hier übrigens ankommt, seht ihr, ja, das hier sind tatsächlich die Überreste eines Schiffes, das anscheinend vor Ewigkeiten hier mal gekentert hat und zusammengebrochen ist. Ein paar der Planken, die dieses Schiff früher mal hatte, sind jetzt wahrscheinlich in diese Brücken verbaut. Aber mittlerweile, ja, einige der Frachtkisten sind, ihr seht es schon, zu Tischen und Stühlen umfunktioniert worden. Es gibt ein paar Leitern, die nach oben auf das ehemalige Oberdeck führen, wo weitere Tische aufgestellt sind. Hier hinten geht's rein, von da könnt ihr auch so ein bisschen Leuchten von einem Feuer sehen. Da kocht anscheinend irgendjemand. Und es hängt sogar ein kleines Schild darüber. Der gestrandete Reisende. Anscheinend sowas wie eine Bar. Ja, der eine Tisch da, der hier ist nicht so ganz aufgeräumt. Da haben die Letzten, die da gezecht haben, anscheinend ihre Sachen zurückgelassen. Die Flaschen sind leider allesamt leer. Hier kann man ja bestimmt fragen, ob man sein Schiff irgendwie anmelden muss oder ob man da einfach parken kann. Ich würde mit auf den Barmann-Frau-Wesen zu gehen, was irgendwie aussieht, als würde es da was zu sagen haben. Das ist eine... okay, Eldritch, du solltest an irgendwas erinnert werden. Das hilft mir nicht. An was muss ich zwei. Erinnern? An dem Herd steht eine Zwergenfrau mit sehr ausfallenden weißen Haaren. Also das ist eine sehr auffällige Frisur, die sie da hat, verziert durch zahlreiche goldene und silberne Ringe. Als sie euch sieht, grinst sie euch zu. Es ist tatsächlich ein Grinsen und kein Lächeln, woran ihr auch seht, dass ihr mehrere Zähne fehlen. Dach! Ja, hallo! Grüße! Ich habe eine Frage. Muss ich mein Schiff irgendwo anmelden oder können wir das da hinten so stehen lassen? Also wenn du nicht willst, dass es geklaut wird, würde ich dir raten, es anzumelden. Da vorne beim Soll. Okay, was kostet? Ein Gold pro Schiff und Tag. Wir können uns hier nicht wirklich eine Hafenmeisterei leisten, also sollten wir den Leuten auch eher anders das Geld aus der Tasche ziehen. Ha! Eben. Ich stecke Remina so eine Goldmünze in den Mund und einen Zettel, wo ich ihm kurz draufschreibe, unser Schiff anmelden, das ist das Sine Nomine.
Sie guckt da drauf. Na, das würde ich nicht machen. Schwimmen. Ich habe keine Ahnung, ob der Hafenmeister lesen kann. Ernsthaft? Sie zuckt mit den Schultern. Was es das noch gibt. So. Und, also, ja, wenn du nicht gehen willst, dann gehe ich das schnell machen. Chuck Tarkok so ein bisschen vorwurfsvoll zum Rücken von Visco, als er sagt, dass es das noch gibt. Weiß ja nicht, ob du lesen kannst oder nicht. Eigentlich, das haben wir in der Akademie schon geklärt, jeder weiß, dass Chuck Tarkok nicht lesen kann, weil man in die Prüfung vorlesen musste. Über 400 Abenteurer können nicht richtig lesen und schreiben. Wir helfen. Wir müssen dir das echt mal beibringen. Besonders als Hafenmeister sollte man doch eigentlich lesen können. Wie will er denn sonst überhaupt die Zollbeträge zählen und aufschreiben? Zählen ist was anderes als lesen. Wo soll ich hin? Dann mache ich das eben mit dem Remina. Dann wieder zum Haus. Ja, komm auch, ich komm mit. Ups. Okay. Dann mach. Wollt ihr irgendwas Besonderes essen? Dann bestellen wir schon mal. Irgendwas Vegetarisches. Nordtag weiß schon, was ich gerne esse. Ja. Keine Tintenfische. Okay, was Vegetarisches ohne Tentakel? Aber sowas von ohne. Sie zuckt mit den Schultern. Kriegen wir hin. Was noch? Dann irgendwas mit Tentakel. Lässt sich auch machen. Für mich das Gleiche. Und ich glaube, für den kleinen Kobold auch was mit Tentakeln. Und Chuck Tar, was möchtest du haben? Er scheint zu überlegen, dann zuckt er die Schultern. Fleisch. Und einmal viel Fleisch. Alles klar, setzt euch irgendwo hin, wo noch keiner sitzt. Ich kümmere mich drum. Habt ihr Bier? Sie guckt dich an, als hättest du sie gerade was richtig Dummes gefragt. Wir sind eine Piratenkneipe, Kleiner. Kann sein, dass ihr nur rum habt. Okay, ihr, schön aus, wenn ihr da hoch wollt, müsst ihr da diese kleine Leiter hochklettern. Der vertraut ihr fast noch weniger als der Treppe, aber als der Brücke, aber auch sie hält Chuck Tar aus. Nordtok bestellt sich noch, er bestellt mal 4 Bier für die, die wollen, und dann würde er den anderen folgen. Alles klar. Frage, sitzen da wirklich Fry Queen? Yep, da sitzen 2 Thrycreen an dem Tisch da oben. 2 Thrycreen, ein Hadosee, der leider kein eigenes Bild hat, ein Mensch und ein Plasmoid, die sich gerade über einen Spanferkel hermachen. Dazu ist da ein roter Papagei, der in regelmäßigen Dingen so Dinge von sich gibt wie an dem Tisch, wo Ella Serda steht, da sitzen 3 Vampiraten, also 3 Piraten, die anscheinend gerade Karten spielen. Der eine legt gerade 4 Asse auf den Tisch, woraufhin die beiden anderen aufspringen und sich beginnen mit ihm zu streiten, weil sie beide ebenfalls 4 Asse haben und einer von ihnen muss betrügen. Ja, deswegen stehe ich da. Ich wollte diesem Kartenspiel zuschauen. Ja, du bekommst einige sehr, also die bedrohen sich da gegenseitig die übelsten Dinge an. Das fängt an bei, ich weide dich aus und erdrossel dich mit deinem eigenen Darm, du Betrüger. Dieses Spiel besteht natürlich nur aus Assen. Alle drehen sich um und gucken zu dir. Du spürst, wie du von insgesamt 3 Augenpaaren wirklich durchbohrt wirst. Ich habe meinen Blick auf die Karte, ich versuche die Regel zu verstehen. Ihre Blicke bleiben kurz auf dir, dann reicht der eine, der seine 4 Asse hingelegt hat, so zu dem Goldhaufen, der da liegt, und sofort gehen die beiden anderen auf ihn zu und ziehen ihre Säbel. Die dort hinten, diese Crew scheint das überhaupt nicht weiter zu beachten oder zu stören, ebenso wenig die dort unten. Anscheinend ist das hier der übliche Umgangston. Sie gehen auch nicht aufeinander los oder so, aber sie drohen sich weiterhin die farbenfrohsten Dinger an. Ich springe auf jeden Fall einen Schritt zurück. Als du das machst, kommt von dem Menschen, der dort hinten an den Tisch sitzt, so ein Lachen. Ha! Greenhorns! Und er nimmt sich noch ein Stück von dem Spanferkel. Der Papagei kommentiert, Greenhorn, Landratte! Ah! Ich kann auch Karten spielen. Ich bin es doch nicht mehr gewohnt, dass man sich gleich wieder rot dabei. Murmel ich so um mich hin. Chaktat übrigens diese ganze Situation von seinem Platz aus im Blick, die ganze Zeit. Und ich möchte auch einmal kurz erwähnen, dass das im Moment sehr, sehr gut auffällt, weil hier noch mehr Fry Queen sind, dass Chuck Tar vollkommen anders aussieht.
Ja, der Shaktar ist wesentlich, nennen wir es, kräftiger gebaut. Ja, Shaktar ist 2,40 Meter groß und besteht eigentlich aus einem laufenden Panzer und erinnert mehr an einen Käfer. Und selbst die Panzerfarbe, das kommt mit denen überhaupt nicht hin, mit den Niedersitzen. Ich trotte so ein bisschen beleidigt hier runter, gehe zum Captain. Visco, kannst du mich vielleicht darüber setzen? Ich habe keine Lust, direkt neben dir zu sitzen. Neben wen? Neben dem Typ da. Der nickt so in Richtung des Menschen, der ihn Greenhorn genannt hat. Der Mensch guckt zu dir. Was, hast du ein Problem mit meinem Kumpel hier? Er knufft einmal dem Hadosi in die Seite. Der Hadosi hat schwarzes Fell mit so ein paar grauen Strähnen darin und eine Augenklappe. Er guckt einmal mürrisch rüber. Lass den Jungen. Ja, er ist mir sympathisch. Er hat auch eine Augenklappe. Willst du dich denn doch da hinsetzen? Ja, der Hadosi ist mir egal, aber der Mensch da scheint leicht reizbar. Und wenn du Angst hast, dann kann ich mich natürlich da hinsetzen. Ich habe keine Angst, aber manchmal... Der Mensch lacht mittlerweile aus voller Kehle. Der Papagei kommentiert das mit Angsthase! Ah! Manchmal reagieren die Leute halt komisch auf mich. Ich würde auch beim Vorbeigehen tatsächlich, wenn der Plasmid guckt, auch eben einmal so mit dem Tentakel rüberwinken. Aus der Schulter des Plasmiden wächst so ein kleiner Tentakel, der dir einmal freundlich zuwinkt. Unter Plasmiden ist das eine höfliche, aber nicht übermäßig freundliche Begrüßung. Warum? Sonst hätten wir uns den großen Tentakel gezeigt. Und natürlich können sie nur den kleinen Tentakel zeigen. Also ich glaube, wenn er dir den großen Tentakel zeigt, zeigt er verheiratet. Okay, aber schalten wir mal kurz rüber zu Aura und zu Goom. Ihr steht wieder vor dieser zusammengewürfelten Hütte. Ihr habt ein wenig Sorge, dass wenn ihr jetzt an der Tür klopft, die Hütte in sich zusammenfällt. Ich tippe eher die Tür an, so tipp, tipp, tipp. Hallo, guten Tag. Und die Tür geht auf. Sie knarzt, ohrenbetäubend. Und ihr seht einen etwas unaufgeräumten Raum, der ein bisschen nach Fußschweiß riecht, wenn ihr eintretet. In einem etwas wackeligen Stuhl, hinter diesem ebenfalls sehr wackeligen Tisch, sitzt ein Ork, der euch mit tiefroten Augen anguckt. Er trägt eine zusammengewürfelte Lederrüstung, die aussieht, als hätte er ungefähr 5 andere Lederrüstungen dafür ausgeschlachtet. Wer seid ihr? Wir sind die Mannschaft der Sinonomini, wir wollten unser Schiff anmelden. Gut. Er nimmt ein Blatt Papier und einen Stift und schreibt S-I-N- N. Passt, ja, das passt schon. I. Er streicht das I durch. M. I. I. H. X. Soll ich das für euch aufschreiben? H. Er guckt sehr stolz, als hätte er gerade ein sehr kompliziertes Sudoku gelöst. Es macht ein Gold. Goom legt ein Gold auf den Tresen. Bitte schön. Sie korrigiert ihn dann doch nicht. Sie will ihn seinen Stolz nicht zerstören. Das passt schon so. Anscheinend hat er vor kurzem was Neues gelernt. Er nimmt das Goldstück, mustert es einmal, kratzt so mit dem Fingernagel darüber und nickt. Sieht gut aus. Wenn ihr einen weiteren Tag hier sein wollt, kostet das einen weiteren Gold. Wenn ihr schlafen wollt, er deutet über seine Schulter. Ungefähr in diese Richtung. Ich ping's mal an. Da hinten auf dem Fels. Wenn ihr was verkaufen wollt. Er deutet direkt hinter sich. Da. Wenn ihr saufen wollt. Er deutet in diese Richtung. Da. Und wenn ihr zum Chef wollt. Zu dem anderen Fels. Okay. Wunderbar. Also wenn wir noch ein... Also momentan gilt das von heute auf morgen. Und wenn wir von morgen dann auf übermorgen bleiben wollen, dann müssen wir nochmal ein Gold zahlen. Ja. Er legt kurz die Stirn in Falten und dröselt das innerlich nochmal auf und nickt dann. Ja. Sehr gut, dann kommen wir vielleicht morgen wieder. Wie ist denn dein Name? Gork. Okay. Nicht mehr merken. Das ist einfach. Gork. Hallo Ork, ich bin Goom. Er nickt. Überleg kurz. G-H-U-M. Perfekt. Ja, das hast du gut gemacht. Ich
bin Aura. Wieder legt er die Stirn in Falten. A-U-R-A. Jawohl, perfekt. Du bist ein sehr, sehr schlauer Ork. Er schüttelt mit dem Kopf. Ork etwas langsam, aber gibt sich Mühe. Er klopft sich einmal vor die Brust, was ein Geräusch erzeugt, als würde er mit einem Kieselstein gegen einen leeren Brunnen schlagen. Lass dir von keinem sagen, du bist langsam. Du bist genau so. Richtig so. Genau. Viel Spaß. Danke dir, Gork. Und falls ihr noch was braucht, ruft er euch noch hinterher, redet mit dem Chef auf dem letzten Fels. Dankeschön. Hi. Heißt Brenda Farrowstar. Auch gerade merkst ihr das. Okay, Brenda Farrowstar. Gut. Und damit wieder mal hierhin zurück. Die Zwergin ist bereits da gewesen und hat euch allen etwas vorgesetzt. Das vegetarische Gericht sieht ein bisschen aus, als hätte sie ein paar der Algen, die hier auf dem Schiff wachsen, zu einem Salat zusammengeführt. Alles andere, nun ja, ihr habt einen riesigen Teller voll dampfendem Fleisch, gutes Bier, was man halt so braucht. Die Crew am Tisch neben euch bestellt direkt das nächste. Nochmal ein Spanferkel und jede Menge Alkohol. Sie schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Ihr habt schon genug gesoffen. Ich sag dir, wann wir genug gesoffen haben. Sie zuckt mit den Schultern. Ist nicht mein Geld, was ihr versauft. Also meinetwegen. Sie guckt zu den Vampiraten. Bei euch alles gut? Oder in dem Moment hört man von drüben von den Vampiraten. Ich pflück dich mit deinen eigenen Zehennägeln! Und sie nickt. Alles gut. Ich beug mich so ein bisschen rüber. Es scheint etwas angespannte Stimmung hier zu sein, oder? Auf einem Wellnessfelsen sieht mir das hier nicht aus. Also es klingt so, wie ich es in etwa erwartet habe. Ich glaube, und ich habe noch keine Leiche gesehen. Übrigens, der Ork, also der, wo man das Schiff anmeldet, ist wirklich ein netter Kerl. Jaktar würde sich übrigens langsam erheben und rübergehen zum anderen Tisch, zu einem der Fry Queen. Als du zu dem hingehst, richtet er seine strahlenden Facettenaugen auf dich und macht eine kurze Geste, die zu beschreiben zwecklos ist. Im Grunde genommen führt er den Arm vors Gesicht, macht eine kurze Verbeugung und bewegt seine Antennen in einer ganz besonderen Art und Weise. Gleichzeitig hörst du in deinem Kopf den traditionellen Gruß der Thrycreen, den ich nicht wiedergeben kann, weil ich kein Thrycreen bin, aber es ist auch hier... Nee, wir hören nichts im Kopf. Oder? Wir hören nichts im Kopf. Ah, stimmt, ja. Pardon, ich hab's gerade verwechselt. Ja, er macht eine komplizierte Geste mit seinen Fühlern und sendet gleichzeitig ein paar entsprechende Signale an dich aus. Ein höflicher Gruß. Übersetzt sagt er ungefähr, seid mir gegrüßt. Ja, ich werde ihn eine Weile angucken und dann wird halt Shaktars Mandibeln werden halt anfangen zu klackern. Und das klingt halt wie ein Klackern und Schnattern, was dabei rauskommt. Für alle anderen vollkommen unverständlich. Und ich werde quasi mit ihm sprechen. Sei mir gegrüßt, von welcher Kolonie stammst du? Na, er antwortet jetzt auf dieselbe Weise. Er klackert ein bisschen und stößt Geräusche aus, die ein bisschen klingen wie eine singende Säge. Ich und mein Schlupfkumpan hier stammen aus der Kolonie Xixiark. Und woher stammt ihr? Ihr seht ungewöhnlich aus. Seid ihr aus einem neuen Gelege? Ich stamme aus Xalgar, die Kolonie, die von der Sonne verschluckt wurde. Habt ihr davon gehört? Er guckt einmal kurz zu seinem Kumpan. Beide wedeln kurz mit den Fühlern. Das Liebesleben junger Drag Queen. Er schaut einmal kurz, wie gesagt, zu seinem Kumpan. Beide schwenken schnell mit den Fühlern und er blickt wieder zu dir. Wir hörten davon. Ein bedauerliches Ereignis. Wisst ihr, und er beugt sich so ein bisschen vor, ob der Planet wirklich von der Sonne verschluckt wurde? Ist er nicht mehr? Ist die Kolonie verloren? Der Planet ist noch da, aber von der Kolonie hörte man seitdem nichts mehr. Aber verzeiht meine Frage, doch ihr seht mir nicht aus wie diejenigen aus der Kolonie, die mir bekannt sind oder vielmehr waren. Was ist mit euch geschehen?
Als die Sonne die Kolonie verschlungen hat, hat sie mich davon geschleudert. Das Feuer der Sonne hat mich verschlungen und in die Sterne getaucht und mich wie ein Meteor in eine andere Welt geschickt. Als ich erwachte, war ich das hier. Der ultimative Jäger. Und er sagt das mit vollständiger Überzeugung. Ein Jäger ist nur so stark wie die Gruppe, der er dient. Er schaut einmal in Richtung vom Rest der Crew. Er wurde durch die Sonne geisekalt. Nee, ja, das ist der neue Truck-Coon. Er schaut einmal in Richtung deiner Crew und blickt dann wieder zu dir. Ich winke so harmlos aus. Ich hab das nicht verstanden, bitte nochmal. Dienst du einem starken Stamm? Fragt er, als er zum Rest der Gruppe schaut. Ja, ich schaue auch zu denen zurück und schaue alle nacheinander an und dann nicke ich sehr entschlossen. Ich winke immer noch. Ein sehr starker Stamm. Das ist ausgewogen gut. Und schlau. Das ist gut. Nur Stärke und Schleuer können überleben. Ich wende mich wieder ihm vollständig zu und wieder klackern die Mandibeln, die sind ein bisschen aufgeregter. Kennt ihr den Weg zur Kolonie? Zum verschluckten Planeten? Wir kennen ihn, ja. Das heißt, er nickt einmal zu seinem Kumpan, der daraufhin rüberkommt und selber übernimmt. Also er beginnt jetzt auch, diese merkwürdigen Geräusche auszustoßen. Ich kenne ihn. Könnt ihr ihn aufmalen? Auf eine Karte? Ja, ich, Chaktar dreht sich zur Gruppe und guckt in Richtung Aura und Aura hört im Kopf, Aura, Karte, schnell! Karte! Ich denke mal, ich habe bestimmt so eine Basic-Karte dabei, weil die Großen sind im Schiff und sie sind halt die kleine Karte. Reicht die? Das ist jetzt nur die To-Go-Karte? Ich würde die Karte den beiden zeigen. Ich würfel mal eben für ihn. Wow. Beziehungsweise, ja gut, es gibt noch eine Karte, aber die würde sie nicht aus der Hand geben. Okay, der Ansonsten. Navigator von der Crew hat gerade eine 20 gewürfelt. Das bedeutet, obwohl das eine sehr basic Karte ist, kann er sehr genau einzeichnen, wo das ist und schreibt sogar einige Koordinatenzeichen daran, die du, Chaktar, selbst wenn du lesen könntest, wahrscheinlich nicht verstehen würdest, aber die für Aura nahezu perfekt sind, um sich daran zu orientieren. Ich wünsche euch, dass ihr euren Stamm findet. Denn auch wenn ihr einem starken Stamm dient, ist es wichtig zu sehen, was passiert ist, damit man daraus lernen kann. Ja, Chaktar nickt langsam. Chaktar, ich muss erfahren, was mit dem Gelege passiert ist. Vielleicht Oder. Sind andere geworden wie ihr. Ein Sprung der Evolution vielleicht. Er wiegt den Kopf und nickt langsam und scheint auf diesem Gedanken eine Weile herumzukauen. Dann nickt er und würde von seinem Handgelenk von einer Kette ein Artuk-Zahn abziehen. Mhm. Und ihn in die Richtung der beiden halten. So im Sinne von Bezahlung für diesen kleinen Dienst. Ja, eine Trophäe. Dann. Etwas, das euch an diese Begegnung erinnern soll. Dann meine wird der Navigator das nehmen und dir, weil das ist tatsächlich bei den Thrycreen, zumindest nach einem Kanon, den ich gelesen habe, so Brauch, wird dir ebenfalls ein Stück Beute geben. Lass mich mal kurz schauen, was er dir im Gegenzug dazu geben wird. In der Zeit, was machen die anderen? Esst ihr einfach nur? Hört ihr den immer kreativer werdenden Bedrohungen der Vampiraten zu? Aura hört eigentlich, also ja gut, sie hört nicht zu, sie guckt halt, weil zuhören ist schwierig, aber sie guckt halt interessiert zu was Chaktar macht, aber eher so nicht zu deutlich, sondern einfach nur so immer wieder mal hin, was er macht.
Für dich hört sich das Gespräch wahrscheinlich an, als würden Jazzmusiker versuchen, mit Maracas und einer singenden Säge ein neues Genre zu begründen. Also sie findet es interessant, wie es klingt. Verstehen tut sie natürlich nichts. Aber sie will jetzt nicht so gucken, als dass es hier so wie so ein Spanner ist und nur ab und zu einfach mal interessiert. Oh, die reden doch. Ah ja, passt schon, ich erst weiter. Also nicht dieses unhöfliche. Das wiederum überlebt einer sehr. Weil er hat seinen Notizblock gezogen und das Essen steht vor ihm immer noch und er schaut die Trailer an und die Leute und macht sich zu allem Notizen. Und starrt tatsächlich mit seinem Auge. Das scheinen die tatsächlich gar nicht wirklich zu bemerken und wenn doch, ist es ihnen anscheinend egal. Zwischendurch schnipst Aure ihm dann vor dem Auge. Hallo, dein Essen wird kalt. Okay, das ist soll man warm essen, dachte ich. Das sieht ganz anders aus, als das Nordtag macht. Jeder Koch hat seine eigenen Tricks. Na dann. Ja. Und er nimmt es und schaufelt, wie er es gelernt hat. Goom schlürft so ein paar von diesen Tentakeln in sich hinein und schaut fasziniert zu dem Papagei und hört dem zu, was der so für tolle Dinge von sich gibt. Der gibt überwiegend Standard-Papageien-Sprüche von sich. Ab und zu fragt er nach einer Erdnuss, woraufhin ihm der Mensch so eine Erdnuss hinschnippt. So nach dem Motto, hier und jetzt halt den Schnabel. Chakta, du kriegst zurück eine lange krebsartige Schere, die allerdings sehr viel länger und schärfer ist. Das ist die Schere eines Nethlagu. Ich schreibe mal kurz in den Chat, wie das geschrieben wird. Lass es Gork schreiben. Komm, dann sitzen wir morgen noch hier. Schier, ich danke dir. Ja, Chakta nickt und neigt den Kopf respektvoll. Mögen eure Jagden von Erfolg gekrönt sein. Möge deine Jagd von Erfolg gekrönt sein. Ja, und dann würde er sich abwenden und wieder zum Tisch zurückwandern. Und die Karte quasi instant auf den Tisch schmeißen und auf den Punkt deuten, wo er drin rumgekriegelt hat. Zu Hause! Planet! Du hast wirklich was gefunden? Oh, das ist toll, das freut mich. Dann haben wir ja eine Spur. Und sie freut sich. Die hat übrigens auch zwischendurch, wenn Elazer wieder irgendwie abgelenkt war, mit dem Besteck sein Essen in Form eines, was nehmen wir denn? Eines Smileys zusammengeschoben. Und Nordtag klopft Chakta auf den Oberarm. Es freut mich, dass du Informationen gefunden hast. Es wird sich zeigen, ob die Kolonie noch existiert. Aber die Sonne hat nicht den Planeten verschluckt. So oder so, danach hast du Gewissheit. Er nickt ernst. Und da kommst du her? Ja, er nickt in die Richtung von Lazar. Ich werde mir auch mal die Karte angucken, ob ich da irgendwas drauf wiedererkenne. Was? Akito. Ja. Wie weit ist das eigentlich von unserem aktuellen White Space entfernt? Das ist ein gutes Stück weit weg. Also das würde dauern. Mensch, da hat mich die Explosion ja echt durch die Gegend geballert. Eine ganz, ganz andere interessante Frage. Ist das in einer ähnlichen oder einer ganz anderen Gegend von dem, was ich geguckt habe? Das ist vollständig woanders. Okay, wunderbar. Passt. Ich würde es auch mit meiner Schatzkarte abgleichen, so quasi, ob es auf dem Weg liegt. Die Schatzkarte habe ich sehr lieb. Wenn man einen kleinen Umweg macht, dann ja. Könnten wir, nachdem wir den Schatz geholt haben, ja in die Richtung fliegen. Nicht nur laut. Ich glaube, das ist nicht das richtige Klientel hier, um über Schätze zu reden. Ihr müsst mich nicht immer so nennen. Also ihr könnt mich auch Aura nennen. Ihr müsst mich nicht Schatz nennen. Hey. Ja, alles klar, Schatz. Oh. Ja, Schatz. Hört auf! Da wird seiner Jagdgruppe helfen, seiner Familie. Und dann deutet er nochmal auf die Karte. Das ist mein Anteil.
Also er deutet auf die Karte, wo auf seinem Planeten. Gold ist mir egal. Ja, natürlich, wenn du dahin willst. Dann werden wir dir helfen. Wir helfen dir. Ja. Viskus Gedanken sieht ja schon eine ganze Armee von unserem guten Tri-Green-Kollegen Chakta aufstampfen, die alle unter seinem Befehl auf seinem Schiff dann eine Armee bilden. Lasse reckt die Faust in die Mitte. Ein Clan, eine Familie. Und Aura so zeigt kleine, so auf die... Achso, mach du zuerst. So eine kleine Kobold-Faust kommt auch so in die Mitte zu Elazer. Ein Clan! Und so ein Pseudopod. Chakta macht auch seine Käfer-Drei-Finger-Faust. Auch Aura macht mit. Mal diese Männerzeichen da. Elazer sieht richtig glücklich aus. Das ist kein Männer-Frauen-Ding, das ist ein Piratending. Und dann wird Chakta etwas tun, was er mal irgendwo in der Akademie gesehen hat. Und zwar seine Faust dagegen stoßen und dann sie ganz langsam mit aufgehenden Krallen zurückziehen, weil man hört in euren Köpfen. Was? Ich mach mit. Okay. Nortok wirkt extrem verwirrt in dem Moment, als er das von Chakta sieht, macht aber auch mit. Aura, ja, okay. Matt. Goom natürlich sofort angesteckt davon und macht ein lautes Boom! Aura zeigt dann so auf eine andere Stelle von der Karte. Übrigens, da habe ich damals meine Crew verloren. Also da, wo ich teil war, nicht meine Crew, aber... Chakta ist ja sehr begeistert. Scheinbar ist diese Geste der Einigkeit, die mir eben gezeigt hat, wirklich eine. Sehr gut. Etwas der Viskus Tentakel schnellst und so ganz mit einem nassen Geräusch zurück, so, weil er nicht Boom machen kann mit der Faust. Na, dann guckt Chakta auf die Stelle, auf die Aura gezeigt hat. Ja, ganz woanders im Prinzip. Ich suche ja meine Leute. Anscheinend waren sie auch mal auf Baral, aber ich habe einfach keine Ahnung, wo ich suchen soll. Aber da waren wir zuletzt, bevor das Schiff zerstört worden ist. Also ich glaube zumindest. Ich erinnere mich nicht so. Vielleicht können wir die Chefin hier fragen. Naja, ich meine, Schiffe gehen öfters mal verloren. Ob hier zufällig? Keine Ahnung. Aber ja, fragen kann man wohl. Also in so einem Hafen kommen einige Leute zusammen. Gerüchte. Machen die Runde. Ja, es ist ja auch eine Weile her, das macht es halt nicht leichter. Es war ja auch, oh Gott. Wie lange war das her, dass die, Prahlmol waren? Ich glaube, das war auch schon, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Chakta deutet übrigens zu den Vampiraten. Die sind tot, die haben sicher viel gesehen. Die sind nicht so gesprächig, habe ich festgestellt. Aber die reden doch die ganze Zeit. Also schreien förmlich. Ja, die wollten irgendwas mit Krallen aufpflücken oder sowas. Ist mir egal, solange die mit sich selber beschäftigt sind. Ja, mittlerweile haben sie sich ein bisschen beruhigt und sind wieder dabei zu spielen. Ich würde, wie gesagt, die Karte mir mal anschauen und gucken, ob ich da irgendwas wiedererkenne. Die Kifjanki kommen ja von so einem, ja, dem Korpus eines toten Gottes, der irgendwo um den Astralsee herumschwirrt. Ja, die Astrale See ist was anderes. Also, okay. Ihr seid im Moment in einem Wildspace, was quasi eine Blase in der Astralen See ist, sozusagen. Okay, das ist alles in dem Wildspace. Erkennt man da irgendwie den Standort der Akademie? Die Akademie ist auf dem Planeten, von dem ihr gerade gekommen seid, sozusagen. Okay. Kannst du mir nochmal sagen, wann die gesehen worden waren? Ich glaube, das war nämlich noch, wo ich noch nicht mitgeschrieben hatte. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ah, was genau? Aura hatte irgendwann, ich glaube, es war Large Luigi gefragt, ob er mal, und hat halt die Crew von der Sephira beschrieben gehabt. Ja, gesagt, das hatte sie Large Luigi her. Gefragt. Der hatte sie vor einer Weile gesehen, er ist aber nicht konkreter geworden. Also nur vor einer Weile, uff, ja. Alles klar, danke. Dann würde Alas ja wieder dem Kartenspiel zuschauen und versuchen zu checken, wie die Regeln funktionieren. Nur das zu sehen. Ja, ich bin schon. Ich habe ja auch mein Kartenspiel, bin's gewohnt und sehr aufmerksam und analysefähig.
Ah, also das ist kein sonderlich komplexes Kartenspiel. Es ist im Grunde genommen ein bisschen auf Poker basierend mit ein paar alternativen Händen und anscheinend jeder Menge mehr Asse. Und es gehört anscheinend auch zu den Spielregeln dazu, sich gegenseitig irgendwelche Dinge anzudrohen. Zu schummeln. Ich schaue diesen Goldhauch drauf an. Meint ihr, wir können von denen ein bisschen Gold abziehen? Nein. Ich halte nichts von Glücksspiel. Das kann auch ziemlich in die andere Richtung gehen. Es ist ja nicht immer Glücksspiel. Und du siehst, wie deine Gabel sich ein bisschen bewegt und im Kreis dreht. Ja, nur haben wir schon genug Probleme. Ich habe keine Lust, dass noch Vampiraten da doch sich dazugesellen. Nee. Wir haben außerdem, also auch an ich, wir haben ja mit dem Gork gesprochen. Das ist ein Ork, der arbeitet beim Soll. Und der hat gesagt, also man kann hier noch auf einen Bazar gehen. Also hier kann man einkaufen, man kann hier die Nacht verbringen. Da ist auch so ein Gasthaus. Und der oder die Chef ist auch, soll man wohl auch mal mitsprechen können, wenn man was wissen will. Scheint wohl ein bisschen was zu wissen, ja. Brenda Verinster. Ich hab's wahrscheinlich falsch geschrieben. Brenda Verinster. Brenda Fenster? Ja, da musste ich auch gerade denken. Dann sollten wir vielleicht mal Brenda Ferrostar. Vielleicht können wir hier auf dem Markt ja deine Materialien schon kriegen, lassen, die du brauchst fürs Schiff. Ich habe bei diesem Genie eigentlich alles gekriegt, was ich fürs Erste brauche. Alles, was ich jetzt brauche, ist Zeit. Die kann man natürlich nicht kaufen. Was es hier gibt. Ja, wenn wir aufgegessen haben, können wir ja gerne mal über den Markt und dann mal auch diesen Obermotz hier mal Hallo sagen gehen. Vielleicht weiß der ja auch, ob Auras Leute hier waren. Hm. Wisst ihr was? Die nimmt übrigens ihr letztes Stück von der Alge aus ihrem eigenen Salat und kennt ihr das, wenn ihr wie so eine Spaghetti in den Mund reinzupfelt? So ist richtig so. So, ich bin fertig. Dann geht ihr doch zu der Chefin. Und ich gehe ans Bord und bereite was für Guben vor. Und ich zwinke ihm so vor zu. Mach keinen Blödsinn. Nein. Das ist ein schelmisches Grinsen. Niemals. Also, mach nicht so viel Blödsinn. Lass das Schiff eile. Und ich würde Remi ja noch gedanklich sagen, sie soll dann Laser folgen, damit ihr zur Not, wenn irgendwas ist, sie zu mir schicken kann. Ja, Jakta wird in der Zwischenzeit jetzt durchaus von den Informationen angetan sein Fleisch in sich reinschaufeln. Das bedeutet, die Kleinarme arbeiten gerade wieder. Und die Mandibeln auch, die auch wie nochmal viel kleinere Arme, dass sie das in den Mund reinschaufeln. Viel zu tun. Okay, also wenn ihr euch aufmachen wollt, könnt ihr euch einfach auf der Karte bewegen, dann sehe ich das. Und weiß, wer wohin möchte. Richtung zwar nicht mehr im Kopf, aber ich schaue mich einfach um. So umgehen würde ich nur sagen, müssen wir eigentlich was zahlen für das Essen? Ich vermute. Ich würde mal annehmen, ihr habt im Voraus schon gezahlt. Ich knöpfe euch dafür jetzt mal für alles zusammen 2 Gold ab. Es wird schon ungefähr passen. Die Preise hier sind nicht besonders hoch. Man kann bei den Kunden ja auch nicht wählerisch sein. Ich würde das mal zusammen vielleicht mit dem, was wir dem Beholder noch schulden, dem Lord Luigi. Alles klar. Hier kommt ihr an ein Gebäude, das sieht ähnlich aus wie der Zoll, an dem ihr wart. Allerdings ist da kein Schild dran. Es sieht ein bisschen stabiler aus, aber auch nicht viel. Es sieht aus, als würde es einen Windstoß aushalten, vielleicht 2. Sieht nur einen schwarzen Blob. Ja, weil da Wind sind. Also, ich glaube, Gork hat gesagt, da kann man die Nacht verbringen drin. Naja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich will auf dem Schiff schlafen, wenn wir hier bleiben. Dort vorne, also wenn ihr hier über die Brücke geht, seht ihr einen Marktplatz. Da habe ich jetzt keine Sprites hingepackt, aber ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich hinter jedem dieser Tische mindestens eine Person steht. Die Waren hier
sehen überwiegend so aus, als würdet ihr glücklicher sein, je weniger Fragen ihr stellt bezüglich, wo habt ihr die her und ist das wirklich legal? Also wenn wir uns diese Fragen stellen würden an diesem Ort, dann wären wir ziemlich blindlings hierher geflogen. Ich erwarte gerade schon gar nichts anderes, quasi. Das sind auch originale Futschis. Futschis. An dem Stand hier sind Waffen, wie man sieht. Kleine Waffen, große Waffen für alle Bedarfe. Dieser Stand hier sieht ziemlich kaputt aus und ist anscheinend auch leer. Ihr seht zumindest niemanden, der daran ist, und auch auf der Auslage liegt nichts. Dort hinten scheint Alkohol ausgeschenkt zu werden. Oh. Aura hält aber nebenbei ein bisschen die Augen offen für irgendwelche Dinge, die ihr ungewöhnlich erscheinen. Ich meine, klar, ich erwarte hier zwielichtige Gestalten, bla 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 bla. Aber ob irgendjemand ungewöhnlich viel guckt oder immer wieder zu ihm guckt oder sonst irgendwie was in die Richtung macht. Einfach so auf, auch so vom Bauchgefühl hier irgendwas stimmt. Na, das so in die Richtung, okay. Wahrnehmung, Perception. Ach, ich liebe meine Würfel. Nein, dir fällt soweit niemand auf. Es sind aber auch nicht wirklich viele Leute hier. Goom schaut sich mal den Waffenstand genauer an. Ich bleib mal bei Goom. Der Waffenstand wird betrieben von, wie es aussieht, einem Goliath und einer Gnomin. Die beide, ja, also Kundenservice ist anscheinend nicht deren Forte. Sie lassen euch einfach gucken, ohne euch wirklich anzusprechen. Ach, ist mir recht. Liegen da auch große Äxte oder sowas? Grobe, schwere Waffen? Dort liegt eine Harpune. Das ist das Gröbste und Schwerste, was sie jetzt so da haben. Hier in dem Waffenstand ist ein großer Zweihänder. Passt nicht zu dir. Irgendwas Besonderes? Irgendwas Auffälliges? Suchst du ein Ritualdolch oder was? Definiere besonders oder auffällig. Etwas, was nicht in einem normalen Waffenschrank eines normalen Schiffs sich befinden würde. Normalen Waffenschrank eines normalen Schiffs? Wahrscheinlich der Zweihänder. Welches Schiff hat einen fetten Zweihänder? Aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches dabei, wo man jetzt sagen würde, was zur Hölle ist das? Nee, das nicht. Allerhöchstens die Harpune, aber dann wieder, auch die macht irgendwo Sinn. Ansonsten alles Standardkost. Yep, gute Qualität, aber nicht überragend. Naja, okay. Aura würde aber auch immer so gehen, dass wenn andere Leute so in ihrer Nähe sind, sie würde halt immer so gehen, dass schön Abstand dabei ist. Sie mag es nicht so, Fremde so. Ja, wie gesagt, kommen. So viele Leute sind hier gar nicht. Die stehen eigentlich alle hinter ihren Ständen jeweils. Okay. Ja, und Jaktar stapft halt so hinter den her und würde mit nicht blinkenden Käferadleraugen gucken, dass keiner irgendwas Krummes versucht bei seinen Leuten. Nee, das scheint auch nicht der Fall zu sein. Hier an dem Stand, also wie gesagt, der hier schenkt Alkohol aus. An dem Stand seht ihr eher so Dinge des täglichen Bedarfs und dieser hier scheint Reparaturen anzubieten. Was war der erste, bei dem ich stehe nochmal? Der schenkt Alkohol aus. Alkohol. Achso, das. Oh nee. Mal so ein bisschen in die Luft schnupper. Gut, ja. Chaktar würde übrigens bei diesen Sachen des täglichen Bedarfes sich interessiert bei einigen Sachen vorbeugend die betrachten und würde dann auf etwas deuten und den Goom antippen und er hat seinen Kopf: Was ist das? Goom würde es sich anschauen. Das ist eine Bürste, mit der man sich beim Baden den Rücken schrubben kann.
Das, mein Freund, ist etwas, das Menschen oder andere, die Haare haben, gebrauchen können. Wobei, damit kann man auch gut einen Panzer schrubben. Das ist ein Rückenschrubber, wenn es... Das macht dich sauber und es massiert, aber ja, man könnte den Panzer damit wohl polieren. Dann glänzt der Panzer schön. Ich mag es, wenn mein Panzer glänzt. Soll ich dir das kaufen, Chakta? Er nickt einige Male. Ahoi hier! Was soll denn das Bürstending kosten? Ja, der Händler ist ein etwas älterer Mensch, guckt so einmal zu dir, zuckt mit den Schultern. Anscheinend ist das hier irgendwie so eine Art Resterampe, die er hat. Drei Kopfer. Hast du auch Seife? Er kramt einmal kurz irgendwo, ihr hört so ein Rumsen und ein metallenes Scheppern und dann schließlich zieht er einen kleinen Sack hervor, aus dem er einen Block rausholt, der nicht ganz, aber nicht völlig Ähnlichkeit mit Seife hat. Habt ihr Politurtücher? Also so kleine Politurtücher? Wieder verschwindet er kurz, rumort irgendwo herum und zieht dann schließlich tatsächlich einige kleine Tücher heraus, die wahrscheinlich eigentlich zum Putzen von Stiefeln benutzt werden. Wie sieht's mit Wachspolitur aus? Er verdreht ein bisschen die Augen, kramt wieder, rumpelt, rumort, ihr hört irgendwo das Miauen einer Katze und dann schließlich kommt er wieder hoch mit einer kleinen Tube, also mit einem kleinen Gefäß, in dem sich anscheinend eine Art Wachs oder so etwas befindet. Wir nehmen das alles. Gibt's Mengenrabatt? Er geht einmal über alles drüber, rechnet so kurz im Kopf. Ein Silber. Ja, ich lege ihm Silber auf den Tisch. Er nimmt das, beißt einmal drauf, nickt. Er legt es zusammen, aber er packt es euch nicht ein oder so, dass er so ein Heer gehört euch nimmt. Tja. Ja, jeder von uns nimmt ein Ding und dann ist das schon verräumt. Und dann, Chakta, erkläre ich dir später, wie man das macht. Ja, er nickt einige Male, sehr angetan von dieser Idee wohl. Chakta, sondern Hochglanztar. Ich bin auch dafür, dass wir noch unser Wappen dann auf seinen Panzer malen und dann mit der Wachspolitur drüber, damit die auch schön. Das hat ja auch gedacht. Ich guck. Euer Johnny Roger. Ihr habt auch gar keine Flagge, fällt mir dabei auf. Ja, die müssen wir noch machen. Mhm. Ja, Aura, du weißt, was du zeichnen kannst, wenn du Bock hast. Ich hätte sogar eine Idee. Gott. Ich habe später mal brainstormen. Ja. Das könnt ihr ja beim nächsten Mal an Bord der Sinenomine machen, wenn euren Charakteren das dann auch einfällt. Moment, wir haben ja noch gar keine Flagge, wir müssen noch irgendwas hissen können. Oh ja, das finde ich großartig. Ortak wird sich noch kurz den Alkohol anschauen, was da ausgeschenkt wird. Also da ist einiges, da ist natürlich Bier, da ist Rum, da ist auch eine kleine Kiste, auf der Teufelszunge steht. Hey, was ist die Teufelszunge? Der Besitzer ist tatsächlich ein Gefianki, der aussieht, als hätte er seinen Mantel, den er trägt, einmal durch den halben Wildspace und zurückgetragen. Beugt sich so ein bisschen vor. Teufelszunge ist ein richtig übles Zeug. Nichts für ungeübte Trinker. Das heißt, was ist da drin? Das wird gebrannt aus speziellen Schoten, die unten auf Torell auf Chult gezüchtet werden. Nennen sich Balor-Zehen. Das Ganze wird gestampft, 8 Monate lang fermentiert und dann in Fässern gereift, die früher mal für Öl und so weiter benutzt wurden. Hat eine sehr eigentümliche Farbe, einen starken Geschmack. Wie viel kostet eine Flasche? Flasche? Ja, weitet so ein bisschen die Augen. Oh, 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 nein, 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 nein. Beziehungsweise meinetwegen kann ich dir auch eine Flasche verkaufen, aber nur, wenn du das Pinnchen schaffst, ohne zu kotzen. Okay, in welchen Mengen verkaufst du's? Er wird ein kleines Gläschen rausholen. Das Glas ist ungefähr so hoch wie ein Zwergendaumen. Ein Gold. Und du musst mir per Handschlag garantieren, dass du es danach nicht zurückforderst, wenn du es nicht dran behalten kannst.
Naja, man sieht die Neugierde und die Vernunft in Nordtags Augen um die Überhand streiten. Und ja, er wäre nicht Zwerg, wenn er da nicht zuschlagen würde. Er nimmt Cornelius, seinen Hamster, von seiner Schulter und steckt ihn ein bisschen in die Gürteltasche, dass er in Sicherheit ist, sollte er kotzen. Der steckt ihn jetzt in den Bart. Und schiebt ihm ein Gold rüber. Er nimmt das Gold, nickt und wird eine der Flaschen nehmen und sehr langsam eine tiefrote Flüssigkeit, die ein bisschen aussieht wie geschmolzene Lava, in dieses kleine Gefäß kippen, der das dann überreichen. Wohl bekommt's, stirbt mir nicht weg. Und Norton nimmt's in die Hand und er riecht mal chemisch daran, er fächert sich ein bisschen was von dem Geruch zu. Okay, gib mir mal einen Constitution-Check. Lieder, Birke, Palmen. Eine 10. Also wenn du irgendwie ein bisschen eine verstopfte Nase hattest oder so ein bisschen was in den Nebenhöhlen, das ist jetzt definitiv weg. Dir läuft der Rotz aus der Nase, deine Augen tränen und du musst ein bisschen husten. Das Zeug riecht nicht mal nach irgendwas, das tut einfach nur weh. Okay, bedenkt gerade, dass er da vielleicht einen Fehler macht, aber will natürlich, Sturschädel wie er ist, keinen Rückzieher machen und er kippt's runter. Okay, gib mir einen Constitution Saving Throw. Damit poliert man bestimmt eigentlich die... damit 23! Yes! Ja, okay. Du schluckst es runter, für einen kurzen Moment schmeckt es nach gar nichts. Bisschen fruchtig und dann fängt es an. Es brennt. Also es fühlt sich wirklich an, als hättest du so geschmolzenes Eisen aus der Esse genommen, ein bisschen abkühlen lassen und dann runtergeschluckt, nur damit es sich dann in deinem Magen, in deinem Rachen und überall sonst entzündet. Es ist eine pure Spur aus Feuer, die sich durch deine Speiseröhre bis in deinen Magen hineinzieht. Du musst ein bisschen husten, aber du schaffst es, das drin zu behalten, auch wenn wirklich alles brennt und du jetzt schon bereust, wenn es wieder rauskommt. Aber du hältst Stand, dir laufen die Tränen aus den Augen, deine Nase ist jetzt vollständig leer, du kannst gerade durch beide Nasenlöcher gleichzeitig atmen. Aber du schaffst es und du bleibst standhaft. Ihr anderen könnt sehen, wie sein Gesicht gerade so rot anläuft, dass ihr ihn wahrscheinlich an die Galionsfigur binden und als Beleuchtung in dunklen Nächten nutzen könntet. Aber du hältst es aus. Neuer Tag, alles gut? Ich klatsche ihm das Gefäß wieder hin. Da fühlt man sich wieder lebendig. Heiliges Kanonenrohr. Jakub, ich glaube, es ist alles in Ordnung. Respekt. Die meisten werden zumindest für ein paar Sekunden ohnmächtig, aber du bist, glaube ich, der Erste, der danach noch sprechen kann. Er klatscht einmal, zweimal so in die Hände. Na, wenn sich jemand mit Alkohol auskennt, dann würde ich behaupten, ein Zwerg. Kriege ich für die gute Performance noch ein paar Informationen von dir? Kommt drauf an, worüber. Wenn du wissen willst, wo ich das Zeug herkriege, keine Chance. Ist vertraulich. Nein, das hätte ich nicht gefragt. Schon mal was von einem Seefahrer Maltrenor Blathern gehört? Kann ich sagen, dass ich das habe, nein. Schade. Alter Kumpan von mir. Ich dachte, er sei vielleicht mal hier durchgekommen. Kann gut sein, aber ich frage meine Kunden normalerweise nicht nach ihrem Namen. Ich bin kein Schankwirt. Ich verkaufe einfach nur Zeug zum Saufen. Dann sage ich danke für das Erlebnis und bis zum nächsten Mal. Er nickt dir zu. Und Nordtag wird sich mit hochrotem Kopf wieder zu euch gesellen und Cornelius wieder auf seine Schulter setzen, nachdem er sich notdürftig irgendwie das Gesicht sauber gemacht hat. Gut, dass Cornelius nicht im Bad steckte, sonst wäre Cornelius wahrscheinlich in Flammen aufgegangen. Vermutlich. Dann auf! Okay, wenn ihr über diese Brücke hier geht, dann seht ihr dort eine Gesteinsformation, die ein bisschen aussieht wie eine riesige Hand, die einfach aus diesem Stein herauswächst. Kein Gebäude oder so etwas, einfach nur eine Gesteinsformation. Vielleicht natürlichen Ursprungs, vielleicht so behauen, vielleicht auch etwas, worüber ihr gar nicht nachdenken wollt. Der einzige Durchgang, wo ihr wirklich durch könnt, wird von einem Ork bewacht. Noch ein Ork, auch dieser, der sieht ein bisschen aus, als hätte er die anderen Fetzen von Gorks Lederrüstung genutzt, um daraus seine Lederrüstung zu machen. Er trägt einen ziemlich beeindruckenden, wenn auch etwas schartigen Säbel und mustert euch mit seinen rötlichen Augen. Was wollt ihr?
Wir würden gerne mit deinem Chef sprechen. Aura lächelt und guckt freundlich aus ihren roten Augen zurück. Rotaugenklub. Ich kann das auch. Er macht einen Schritt zur Seite. Und ihr seht, dort auf diesem Stuhl sitzt, ja, man stellt sich vielleicht ab und zu mal einen Piraten vor und dieser Typ sieht wirklich aus wie ein Pirat. Es ist ein Mensch, so Mitte 30 würdet ihr schätzen. Hat schon so ordentlich Lachfalten, gerade um die Augen herum, einen recht kurzen, gut gepflegten Bart, lange braune Haare, trägt den typischen Dreispitz-Piratenkapitänsmantel und lümmelt sich da auf diesen Stuhl. Als ihr ihn seht, für einen ganz kurzen Moment habt ihr so ein merkwürdiges Gefühl. Ihr müsst euch vielleicht kurz an den Kopf fassen, weil irgendwie eure Schritte sich komisch anfühlen. Der Raum hier scheint größer zu werden und irgendwie habt ihr den Eindruck, dass ihr euch gerade an irgendwas erinnert. Aber dann ist es auch schon wieder weg. Er nickt euch zu. Guten Tag und willkommen in, ich will nicht sagen meiner bescheidenen Wohnung, aber ich bin sowas wie der inoffizielle Chef hier, also darf ich es vielleicht ein bisschen mit Besitzerstolz sagen. Ich bin Brenda Farrowstar, der Anführer dieser Bande hier. Und wer seid ihr? Grüße. Mein Name ist Captain Blacksmith. Das ist meine treue Crew. Er steht einmal kurz auf und salutiert. Nicht wirklich spöttisch, aber schon so ein bisschen humorvoll. Ja, ich verbeuge mich trotzdem sehr übertrieben. Gum macht einen höfischen Knicks. Daktar nickt. Aura nickt auch und lächelt einfach. Norton nickt auch. Nun, was kann ich für euch tun? Ich meine, es ist nicht so, als gäbe es irgendwie eine Pflicht, sich mir hier vorzustellen oder so etwas. Also nehme ich an, dass ihr irgendwas von mir wollt. Oder er deutet auf den großen Finger hinter sich. Seid ihr neugierig wegen den Dingern hier? Auch, aber aus einem anderen Grund gekommen. Wir haben gehört, ihr wisst so einiges. Kann sein, kann nicht sein. Kommt drauf an, wer fragt. Meine Freundin Aura hier, und ich zeige auf Aura, sucht nach einigen von ihren Freunden, die vor einiger Zeit verschollen gegangen sind. Und wir wollten sie fragen, ob sie die vielleicht hier auf ihrer Insel gesehen haben. Puh. Kommen eine Menge Leute durch. Und ich meine, solltet ihr vielleicht eher die Wirtin drüben vom gestrandeten Gast fragen. Aber naja, ich meine, ich kann es mal versuchen, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin immer noch Pirat und nicht die Wohlfahrt. Er lächelt ein bisschen entschuldigend. Passt auf, ich sage euch was. Wenn ihr was für mich tut, dann erzähle ich euch, was ich weiß. Klingt das fair? Klar, wenn du was weißt, dann ja. Passt auf, damit wir hier nicht die Katze im Sack kaufen. Er guckt zu Aura, wie heißen denn deine Leute oder was kannst du mir über sie sagen? Wir waren die Crew der Sephira und sie beschreibt halt ein bisschen die Leute, die halt auf dem Schiff waren. Wir haben eigentlich, glaube ich, nie festgelegt, was das für ein Schiff war. Sie würde halt das Schiff so ein bisschen beschreiben und dass es halt zerstört worden war und sie sich halt woanders wiedergefunden hat. Aber soweit sie weiß, haben die wohl überlebt, weil sie wohl mal gesehen worden sind. Aber auch da konnte sie nicht weiter was erfahren drüber. Er überlegt kurz, nickt dann schließlich. Und sie beschreibt noch die Person, die kurz vor der Zerstörung halt aufs Schiff gekommen ist. Bei der scheint keine Glocke zu klingeln, aber bei den anderen nickt er. Ja, die waren hier. Ist schon ein bisschen her, aber deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, ob die Informationen, die ich über sie habe, die aktuellsten sind. Aber sie waren hier, so viel kann ich sagen. Und jetzt zu dem, was ich, er lächelt wieder ein bisschen entschuldigend, im Gegenzug dazu von euch wollen würde. Ja, schlagen Sie es vor. Hier in der Nähe ist in letzter Zeit öfter mal ein Schiff unterwegs, der hungrige Hai. Normalerweise wird mich das nicht stören. Ich meine, es ist ein freies All, hier kann jeder hin, wo er will, aber das Schiff ist anders. Es ist ein Geisterschiff. Und es hat schon einige Leute auf dem Gewissen. Wenn ihr euch darum kümmert, im Interesse der Sicherheit von so ziemlich allen, die die Astrale See hier befahren und unseren Wildspace, dann sage ich euch, was ich weiß. Klingt das fair? Wenn du uns auch noch was von dieser Hand hier erzählst. Ach das, ja, winkt ab. Eigentlich keine große Sache. Das hier war mal wahrscheinlich irgendeine riesige Statue von einem Gott oder so etwas. Keine Ahnung, wer die errichtet hat. Aber mit den Jahrhunderten ist sie halt zerbrochen und er klopft einmal auf den Boden. Das Ganze hier hat sich drumherum gebildet. Ich möchte einmal gerne Magic Awareness benutzen. Was für ein Gott war es denn? Wisst ihr das?
absolut keinen Schimmer. Anscheinend ein Gott, der Hände hat, aber das grenzt es jetzt nicht wirklich ein. Das stimmt wohl. Das war dann wahrscheinlich kein Plasmoidengott. Doch, wer weiß. Ich meine, er guckt einmal zu Visco. Ich weiß nicht, haben eure Götter? Ich meine, ihr könnt sowas ja nachbilden. Normalerweise nicht. Normalerweise sind wir in unseren ursprünglichen Standard gestaltet. Und ich nehme die Form eines schwarzen Puddings an. Ja, okay, da wirklich Concentrated Magic steht, spürst du hier nichts. Außer von einer seiner Waffen, die er im Gürtel stecken hat. Die ist anscheinend magisch. Ja, ich betrachte die eine ganze Weile. Aber nimm das dann für mich einfach hin. Also jedenfalls, die hungrige Hai treibt sich die meiste Zeit eigentlich irgendwo hier in der Gegend rum. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Großes Schiff, leuchtet grün. Ihr wisst ja selber, wie das läuft. Ich glaube nicht, dass ihr im Schiffskampf gegen sie irgendwie eine Chance habt. Versucht einfach an Bord zu gehen und verpasst den Leuten da eine Abreibung oder überredet sie, den ganzen Scheiß zu lassen. Ist mir eigentlich egal, wie ihr das schafft. Hauptsache, wir haben ein Problem weniger hier auf unserem Teller. Ich wollte schon immer mal mit einem Seil auf ein anderes Schiff rüberschwingen. Das habe ich noch nie gemacht. Das kann ich versuchen. Nur empfehlen. Macht echt Spaß. Ist nicht ungefährlich. Ach, das wird schon. Probieren ich habe hier tolle Freunde. Ja. Das probieren wir aus. Das klingt spannend. Ja, das können wir machen. Kommen hier eigentlich ab und zu Kopfgeldjäger durch? Kopfgeldjäger hier. Oh Mann, das wäre eine ganz schlechte Idee von Seiten der Kopfgeldjäger. So ziemlich jeder hier hat ein Kopfgeld. Ich habe ein Kopfgeld. Er deutet nach drüben zu dem Ork, der da hinten hat ein Kopfgeld. Verdammte Scheiße, unsere Gastwirtin hat ein Kopfgeld. Ja, dann wären sie wirklich dumm, weil der war jetzt ja wohl ziemlich in der Unterzahl. Also so schlecht fand ich ihr Essen jetzt auch nicht. Er lacht noch einmal. Hey, das hat sie nicht wegen dem Essen. Aura scheint bei dem Gag einen Moment gebraucht zu haben und lacht dann erstmal zeitversetzt danach. Irgendeine Idee, wo das Schiff vielleicht als nächstes auftauchen könnte? Gibt es irgendwelche Anhaltszeichen, irgendwie Verzerrungen im Raum? Wir können einfach im Kreis hier ringsum fliegen und hallo, wir sind da, rufen. Es scheint tatsächlich nach Schiffen Ausschau zu halten und sie anzugreifen. Also im Grunde genommen müsst ihr einfach ein bisschen hier in der Nähe, ich sag mal so 2-3 Tagesreisen durch die Gegend dümpeln und früher oder später begegnet es euch. Und wir können so tun, als ob wir ein Problem hätten, damit wir wie leuchte Beute aussehen und dann haha, sind wir nicht. Ja. Das machen wir. Auch erscheint für richtig haltet. Wie ihr es macht, ist mir egal. Ergebnisse sind dort wichtiger. Hi, hi. Wie sieht's denn bei dir aus, Chakta? Hast du Bock, ein paar Geistern aufs Maul zu hauen? Ja, ein zustimmendes Klackern der Mandibeln gepaart mit einem Nicken. Das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn er anders geantwortet hätte. Aerostar schaut dann jetzt auch mal zu Chakta. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich frage, aber ich habe eine Menge Thrycreen gesehen und du bist der Erste, der, nun ja, so aussieht, wenn du überhaupt ein Thrycreen bist. Ja, er nickt auf die Frage. Und dann hört er auch in seinem Kopf: Ich wurde von der Sonne verschluckt. Das ist die Erklärung dafür von ihm. Das ist alles, was er sagt. Ja. Als du das sagst, zieht er so beide Augenbrauen hoch, guckt so ein bisschen überrascht, schiebt den Dreispitz so ein bisschen nach hinten und kratzt sich am Kopf. Okay. Das ist eine ungewöhnliche Erklärung, aber wird schon stimmen. Doktor nickt. Ja, Doktor hat sich weiterentwickelt. Hat keinen Ewigstern getragen. Ich habe hier diesen Gegenstand, ich nenne es Digivice. Damit kann man Chakta noch stärker machen. Chakta ist kein Digimon. Dann hieß er Chakta. Chakta, Digikier zu. Mega Chakta. Und die werden ja immer erst Metal, ne? Chokta. Okay, wollt ihr euch damit direkt zurück zu eurem Schiff machen oder habt ihr noch hier auf diesen namenlosen Felsen etwas vor? Nö. Also ich will kein Komasaufen betreiben, ich will hier nicht übernachten und... Einkaufen kann man hier auch nicht gut. Komasaufen kann man hier bestimmt ziemlich gut. Außerdem geht's da um jemanden auf die Fresse zu hauen. Auch zum Hackbraten.
Weg von der Teufelszunge. Okay, dann... Warum laufen wir überhaupt? Dann packe ich euch mal wieder auf euer Schiffchen. Oh, Nortag fliegt einfach. Flugzwerge! Der Zwerg wirft sich selbst. Zwergenkatapulte mit Streitäxten. Oh, bring mich nicht auf Ideen. Elasair, du hast einen Auftrag. Ich schreib's für Liste. Da packe ich euch mal wieder auf die Sine Nomina. Ihr wollt euch also auf den Weg machen, Ausschau nach einem Geisterschiff zu halten. Ja, Geisterschiffe jagen. Okay, wie möchtet ihr denn vorgehen? Was ist euer Modus operandi? Darf ich ganz kurz was machen, während sie aufs Schiff gucken? Der Auras Vorschlag wird sein, eben so zu wirken, also langsam fliegen, so ein bisschen disorientiert, um so zu wirken, als ob man leichte Beute wäre. Chaktar wendet sich an das Schiff anzulocken. An unseren Captain. Hey, reagiert bitte auf mich. Ich hab die ganze Zeit Disconnect. Ich habe immer Angst. Also, ja, du kommst schon wieder durch. Alles gut. Chaktar wendet sich an Aura. Wenn das ein Geisterschiff ist, fallen wir dann nicht durch? Gute Frage, nächste Frage, aber weiß ich sowas? Gib mir mal einen Arcana-Check. Ihr werdet da nicht durchfallen, das Schiff ist ja nicht tot, die Leute darauf sind tot. Die Geister werden wohl auch auf einem normalen Schiff fliegen, es sind ja nur die Geister, die tot sind. Ich bin mir nicht mal sicher, ob jeder Geist gleich ist wie ein anderer Geist. Ich weiß auch nicht. Also, es sollte eigentlich kein Problem sein. Na, Jaktar nickt. Mit der Auskunft ist er zufrieden. Okay. Und ich würde auch schauen, dass wir uns, wenn wir an Deck sind, verstecken, dass man auch möglichst wenig von uns sieht. Ella, sehr gut. Wollt ihr noch irgendwas machen nebenbei? Ja, mach das mal fertig. Das okay, weil... Ja. Ja, dann. Sie dann runterkommen, also Aura, Leute sollen sich verstecken eher. Ja, oder halt schon in Position bringen, dass man sich dann rüberschwingen kann. Also ich sagte, wir brauchen mehr Seile. Okay, dann Elasair, was wolltest du? Sag, das habe ich nicht verstanden. Wir brauchen mehr Seile. Ah, okay, ich habe nur noch Eile gehört. Elasair, was wolltest du? Ja, wenn sie dann wieder runterkommen unter Deck und wahrscheinlich gerade drüber reden, sehen sie, dass da mittlerweile eine große Plane hängt, wo drauf steht, Elasair ist reparierbar. Und da ist ein paar Kisten aufgebahrt, so als Tresen, davor kleinere Kisten als Stühle und dahinter ist halt die Werkstatt. Und da stehen Breitgrenzen da. Willkommen zurück! Du warst fleißig. Aura wird übrigens jetzt ohne große Benennung den Ort von ihr, wo sie zuletzt die Sephira gesehen hat und das von Chaktar noch hier auch mal vermerken auf den Karten, aber ohne Markierung, damit wenn jemand das sieht, keine Ahnung hat, was klar. Das ist. Schreib mir das vielleicht mal in einen der Channels, damit ich das, wenn die Karte fertig ist, direkt da drauf packen kann. Okay, mach ich. Okay, und damit heißt es, ihr geht auf Geisterjagd. Yes! Das machen wir! Ghostbusters! Who you gonna call? Fine nomine! Was habt ihr rausgefunden? Noch wir nicht. Töten Geister! Kurze Pause. Nochmal! Klingt gut für mich. Gum, komm mal kurz her. Ja, ich komme. Und ich hole ein Maßband raus und nehme Maß von deinem Arm. Ich brauche kurz einen Stein. Das von Choctaw war eine Kolonie, oder? Ja. Okay. Gum gibt wieder den Stein sehr zögerlich, aber trotzdem an Elasair.
nehme ihn und ich hole einen kleinen Hammer und einen Meißel raus. Soll ich den noch in Form bringen oder bist du genauso? Nein, nein, nein. Nicht kaputt machen. Okay, gut, dass du das sagst. Und er legt es wieder weg, schaut sich den an. Nimmt auch damals, macht ein paar Zeichnungen. Okay, gib mir etwas Zeit. Ich habe was für dich. Goom behält einen guten Blick auf den Stein. Und Chapter? Ja, guck dir eine Richtung. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Hier sind ein paar Sachen, die sind etwas schwer. Ja, stapf denn rüber und würde denn Lazar helfen, die Sachen hin und her zu schieben und zu tragen. Genau, da würde ich nämlich anweisen, dass du die einen Teil von der Rüstung oben an Deck nach vorne packst, hier so in den Bereich. Und dass du da in die Küche kommst. Ja, dann kommt er da in die Küche. Und dann deute ich auf den Herd, den ich am letzten Mal untersucht habe und der eindeutig nicht funktioniert. Da der eh nicht geht, würde ich ihn umfunktionieren. Sagt Schaden nicht. Auch mit da raus. Ja, bring ihn dann auch noch oben. Aura wird dann auch zu Gnar gehen und ihn halt auch über den Plan aufklären, damit er Bescheid weiß und ihm halt auch bitten, besonders darauf zu achten, wenn ein Geisterschiff in die Nähe kommt, damit wir auch ja rechtzeitig agieren können. Gnar wird versuchen, was er kann, aber er kann halt relativ wenig tun, weil seine Kontrolle über das Schiff begrenzt ist. Ja, nee, nur was er tun kann. Sie erwartet von ihm jetzt nicht, dass er Wunder vollbringt, aber einfach, dass er Bescheid weiß und die Wurzeln offen hält oder so. Wir wollen ja auch nicht, dass er überrascht ist. Oh mein Gott, ein Geisterschiff, was tun wir? Also sie versucht ihn immer in die ganzen Planungen mit einzubeziehen. Er ist ja für sie auch ein Crewmitglied oder Teil des Ganzen, ne? Das ist richtig. Wenn es zu einem Kampf kommt, ist es ja auch für Gna wichtig zu wissen. Durchaus korrekt. Entschuldige. Dann, Während ich mit Chuck Tana rumlaufe, würde ich auch ein bisschen mit ihm fragen, was so los war, dass er mich vielleicht auch informiert. Ja, Chuck Tana würde dir das erzählen, um was das geht. Allerdings immer nur seine Version. Das bedeutet, er hat bei vielen Sachen eventuell nichts verstanden und nicht zugehört. Und am Ende läuft es nur darauf, dass wir Geister vernichten. Yay. Und dann kriegen wir Informationen, wo Auras Crew sein könnte. Das ist mal was Neues. Ja, genau dahin. Danke, danke. Was baust du da raus? Das wird Nortag freuen. Ich baue meine eigene Schmiede. Der Ofen da wird meine Esse. Und dieses riesige Stück Metall ist das Beste, was ich gerade habe für einen Amboss. Oh, ich freue mich drauf. Und dann würde ich mich aufmachen. Ich wackelt das Schiff nicht ab. Deswegen bin ich extra raus und habe sie unten an Deck gemacht. Und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, tatsächlich. Und dann würde ich halt die Esse anfeuern und ein bisschen Metalle einschmelzen wollen nach und nach, so in der Zeit, während wir dahin fliegen. Um einen Armreif zu fertigen. Okay. Wie soll der Armreif aussehen? Das würde ich Goom fragen. Wobei, nee, gar nicht. Also er ist auf jeden Fall angepasst auf Gooms linke Hand, die ich vermessen habe. Und zwar so ein bisschen, dass seine Kobold-Natur mit drin ist, aber auch so Drachenschuppen drauf sind. Und die kriege ich das wahrscheinlich sehr gut sogar hin. Und so die Enden sind so wie Drachenkrallen geformt. Ach, in der Mitte. Du bist so ein Gifjanki, ne? Ja. Du kennst dich mit Drachen aus, oder? Tatsächlich, ja. Weber? Ja. Ist jetzt die Frage, ob er bei dem Stein mal einen Wurf auf Arcana oder auf History macht? Deswegen hatte ich mir schon ein paar Mal sehr genau angeguckt. Ja, ich würde sogar sagen, da ist ein Arcana-Wurf jetzt tatsächlich mal angebracht. Darf ich da meine Mason's Tools Proficiency mit draufnehmen? Also damit Vorteil würfeln, weil ich beides proficient habe? Sagen wir mal ja. Dann würfel ich da mal drauf. Mit Vorteil. Oh, wow. Ja, moin. Läuft. Alter!
Das ist ja mein Hast Ding. Hast du gewürfelt? Natural 20. Nice. Okay, da muss ich tatsächlich kurz gucken, was das alles noch, was das alles nochmal bedeutet. Ich habe ja diesen Stein da erkannt, kann ja währenddessen erzählen, was ich noch vorhab. Und in die Mitte dieses Armreis, wo der Stein rein soll, soll quasi wie ein Drachenauge geformt sein. Dass dieser Stein in der Mitte ist, in der Glasfassung drin, dass er auch geschützt ist. Und das Glas mache ich dann später. Dafür der Sand übrigens. Unter anderem. Nice. Okay, Nortak willst du, Nortak sag ich schon, Goom, willst du ihm kurz aufschlüsseln, was er darüber alles darüber weiß, oder soll ich es kurz zusammenfassen? Weil dann müsste ich nochmal kurz gucken, dass ich alles habe. Ist halt die Frage, wie viel er aus dem kleinen Stück jetzt raus weiß, also... ich kann dir sagen, dass ich mich auskenne mit roten Drachen und mit, Kristalldrachen, Gendrachen. Vielleicht gibt es eine Legende bei den Gisyanki, die von einer roten Sonne erzählen, die in den Drachen eine besondere Form der Wut ausgelöst haben. Zumindest ist das eine Legende, die man sich von Toril erzählt. Was hat Toril? Quasi der Planet, wo Ferun, die Schwertküste und das drauf liegen. Richtig. Und auch die Spelljammer Akademie, wie es der Zufall so will. Lass mich mal kurz gucken. Den Namen werde ich dir nicht geben. Das ist cool. Ich kenne die Lore eh nicht so gut. Also ja, das fasst es recht gut zusammen. Die Legende ist, dass es mal einen roten Stern gab, der Drachen in eine Zornraserei geschickt hat. Davon erzählen sich auch die Drachen gegenseitig. Das ist also Ewigkeiten her. Ja, dann weiß ich wahrscheinlich von der Legende, aber ob ich das in Zusammenhang bringen würde mit diesem Stein. Ja, er erinnert dich zumindest sehr daran. Insbesondere, wenn du bedenkst, welche Auswirkungen es auf Goom hat. Der Stein ist sehr klein und Goom ist kein Drache. Oh, das würde ich vielleicht sogar schlussfolgern. Kann ich da mal einen reinen Intelligenzwurf machen? Ich würde sagen, mit dem 20er Wurf kannst du das so oder so herstellen. Also. Okay. Ja, spätestens wenn ich mit dem Ding arbeite, auf jeden Fall, ja. Schön, gut zu wissen. Also du bist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig sicher, aber du würdest diesen Zusammenhang eventuell herstellen. So nach dem Motto, lustig, das ist ja wie das, wovon ich mal gelesen habe. Ja, genau. So hat jetzt das. So machen wir das. Ja, ich würde anfangen, dieses Metall zu schmelzen und die Formen herzustellen und so weiter. Auch dafür der Sand. Unter anderem. Alles klar, dann, so wie du das beschreibst, würde ich sagen, brauchst du etwa eine Woche, um das fertigzustellen. Den einen Armreif? Ja, weil der will, wobei, aus was machst du ihn, aus welchem Material, wenn du das gesagt hattest? Wir haben verschiedene Metalle eingekauft, wir haben es nicht genau spezifiziert, da würde ich ein leichteres nehmen. Also wir haben Rohmaterial gesagt. Ja gut, dann, da du ihn wahrscheinlich nicht aus Gold oder so machen wirst... Sagen wir mal so 4 Tage wirst du brauchen. Du musst ja auch erstmal alles richtig herrichten und ein bisschen in den Workflow kommen, was das angeht. Boah, das geht schnell. Aber ja, 4 Tage sind, denke ich, gut. Dann zeichnest du am ersten Tag den Entwurf und am zweiten geht's dann los. Ist halt auch das Problem, wenn man mit solchen Materialien arbeitet. Es hat halt manchmal doch so ein bisschen eigenen Willen. Es klappt nicht immer alles so, wie es soll. Ja, also ich bin, ich habe mir eine kleine Schmiede eingerichtet, ich habe mir alles Werkzeug, Material, ich habe den geübt in allem drin und würde damit jetzt die Zeit verbringen, soweit ich Freizeit habe erstmal. Okay. Hat noch jemand was vor?
nichts Spezielles jetzt, was das angeht. Sie, Aura hockt halt wieder mit ihrer Mundsichel und guckt halt unten in den Sternkarten. Die hatten ja welche in der Sinenominia gefunden und guckt da, ob sie da irgendwelche wiedererkennt und sucht die einfach, was auf der Sichel drauf waren. Das Ding, was ich dir geschickt habe. Yep. Sonst macht's jetzt. Hilft halt hier und da. Sonst macht's jetzt nichts Spezielles extra. Macht sich nützlich. Genau. Und halt immer wieder Ausschau halten, was Neues gibt bei Gnar vorbeischauen, wenn fragen, ob es mir gut geht. Sie fühlt sich so ein bisschen, ja, ich muss mich ja drum kümmern, es ist halt das Ruinenherz noch. Ist halt ein Crewmitglied. Genau. Und so vergehen dann die Tage auf der Sinenomina. Nicht, dass es im Wildspace wirklich Tage und Nächte geben würde, aber irgendwie schafft ihr es, euch in Erinnerung zu rufen, wie die Zeit vergeht. Und nach ungefähr 2 Tagen hat eure Jagd Erfolg. Ihr seht am Horizont, beziehungsweise zuerst spürt es, ich würde mal sagen, diesmal ist es tatsächlich Aura, die gerade im Spelljammer sitzt. Sie spürt die Gegenwart von etwas. Und als ihr ein bisschen in die Nähe guckt, seht ihr, ja, es ist tatsächlich ein Schiff, ein Spelljammer, ähnlich wie eures, angelehnt an eine Galeone, ein bisschen kleiner, flinker, wendiger, aber es leuchtet grünlich in einem, ja, ungesunden Grünlicht, das wirklich nicht sehr vertrauenserweckend aussieht. Es hat auch keine Segel, sondern lediglich grünliche, geisterhafte Überreste von etwas, was einmal Segel waren. Im Rumpf sind Löcher und lauter Parasiten haben sich an die Außenhülle geklammert. Das ist kein Schiff mehr, das ist der Überrest von etwas, was einmal ein Schiff war. Dann gibt sie das durch, für den Fall, dass das keiner gesehen hat. Leute, ich glaube, wir haben unser grünes, hässliches, gruseliges Geisterschiff gefunden voraus. Ja, das, du spürst nur, dass da irgendetwas ist. Du siehst nicht, wie es aussieht. Also du, okay, du spürst nur, dass irgendetwas groß, etwas ungefähr Schiffsgroßes in der Nähe ist. Ihr anderen seht es dann etwas später. Wahrscheinlich gibst du vorher schon durch, ne? Da ist irgendwas in der Nähe. Nein, sobald sie das bemerkt, gibt sie durch, dass da was ist. Yep. Dann seht ihr anderen das zuerst. Gut, Steuerbord oder Backbord? Geradeaus, links, rechts, Info. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mitten in meinen Spielerbretten. Ich bin voll beschäftigt. Keine Ahnung. Ja, wenn du gesehen, ich spüre das. Ich weiß nicht, spüre ich aus welcher Richtung? Ja, du spürst das. Es ist ein bisschen wie, als wäre das ganze Schiff und ein bisschen der umliegende Teil dein Körper und du kannst sagen, wo es juckt. Das ist vielleicht der beste Vergleich. Ja, aber wo ist es denn? Vorne? Oder ich habe es jetzt nicht aufgepasst. Hast du es gesagt, von wo das kommt? Oder fliegen das wir drauf zu? Das ist Richtung Steuerbord. Kommt auf euch zu. Dann richtig. Richtung Steuerbord kommt auf uns zu. Okay, Aura, hat Backbord einlenken! Und dann tut sie das. Okay. Wie möchtet ihr denn zu diesem Schiff am Ende stehen? Wollt ihr parallel dazu, dass ihr euch rüberschwingen könnt? Oder was ist euer Plan? Dieses Schiff kommt mit einer Bewegung auf euch zu. Also wenn es ein Mensch wäre, würde es wie so ein Zombie schwanken. Es bewegt sich sehr langsam und sehr, ja, fast schon ungezielt. Also man soll, aber dennoch klar in eure Richtung. Betrunken Steuer, also das macht man nicht, ne? Ja, der ursprüngliche Plan war, sich rüberzuschwingen. Ich weiß nicht, ob die anderen damit einverstanden waren oder wie sie rüber wollten. Also, in der Schiffsfachsprache machen wir gerade ein Crossing the T. Das bedeutet, wir stellen uns T-förmig in die Front des Schiffes, da wir jetzt ja auf Backbord eingeschwenkt sind und es von der Steuerbordseite kommt. Also es kam ja eben noch vor uns. Genau, und jetzt ist es auf unserer linken Seite und würde uns theoretisch... Auf der rechten Seite ist es. Ja. Genau. Und da haben wir auf jeden Fall ein Geschütz, mit dem wir eventuell eine harpunenmäßige... Ja, du stehst schon da. Ein harpunenmäßiges Seil rüberballern können.
mit dem wir uns, mit dem wir das Ding, an uns ranziehen können und dann können wir entern. Es ist die Frage, soll Aura für den Notfall, dass wir wegfliegen, fliehen müssen, am Steuer bleiben oder soll sie zu euch kommen? Was war der Rest? Kann ja nicht nur alles der Gumi hier als Taktik machen. Naja, wenn ich zurück an die Ausbildung denke, es war so, wenn man diesen Helm besetzt, kann man schnell wegfliegen. Also wenn niemand drauf sitzt, die Gefahr groß, unser Schiff abhaut. Ich könnte wieder die Tür von innen verschließen und dann unter der Tür durch, heraus. Ich platziere einen Alarm davor, dann werde ich gewarnt. Ja. Dann würde ich einmal kurz mit Aura die Plätze tauschen, quasi für das Manöver. Ja. Und die Tür schon von innen abschließen und dann halt so unter der Tür durchglitschen, dass ich dann aus dem Raum rauskomme. Dann kann auf jeden Fall keiner außer mir dann in den Raum so schnell rein. Ach verdammt, ich kann ja keinen Alarm casten gerade. Ich habe mein ganzes Material verbaut. Das ist ja alles in den Formen drin. Dann muss guck mal, dass die Geister da nicht durch können. Hast du die Tür geistersicher gemacht? Wenn du überhaupt richtig bist. Wir einfach nicht auf unser Schiff kommen und sobald ein Geist auf unser Schiff kommt, muss uns Gra warnen. Ja. Wir haben ja auch noch Remina und Keks auch noch drüben. Genau. Ja, Remina beschützt den Captainssitz. Nee, Remina würde ich da. Ah ja, genau. Remina unten und Keks oben. Genau. Die schlagen dann Alarm. Okay. Wie funktioniert das eigentlich mit Zaubern in den Familiar einspeichern? Muss ich das vorher tun, so ein Touch-Spell? Oder kann ich das jederzeit mit dem sozusagen wirken? Du was kannst Touch-Spells über den Familiar wirken, als wäre er deine Hand. Du musst halt nur, der Familiar muss halt selber die Person berühren oder den Gegenstand oder was auch immer. Du musst den Zauber wirken können. Ich glaube, du musst das Ziel sehen können. Ja. Aber das war's. Okay. Ich habe keine Touch-Spells, aber für später will ich das nämlich auch mal wissen. Ich habe nie Familiars benutzt. Familiars sind auch sehr gut für eine Help-Action. Ja. Genau. Da sind die prädestiniert für. Ja. Aber ich glaube, das wollten wir hier nicht ausnutzen, das Helpen. Okay, also ihr wollt, wie hieß es, Crossing the T? Genau. Eliasir hat die Seile geholt, um dann drüber zu schwingen. Okay, dann ist es jetzt Bisco, Captain Blacksmith, der die Interaktion überwachen möchte. Dann gib mir mal einen. Ja, worauf lassen wir das mal würfeln? Sagen wir Dexterity. Ein Dexterity-Check, bitte. Kann ich mir vorher selber Guidance geben? Das kannst du machen. Würde ich das gerne tun? Einfach Dexterity-Check, ganz normal. Jupp, ganz normaler Dexterity-Check. Dexterity-Check. Ja, du bringst das Schiff auf eine Distanz, mit der. Ja, also um es zu beschreiben, das andere Schiff tut überhaupt nichts. Es bewegt sich einfach, es sieht wirklich gruselig aus, aber es feuert nichts ab. Ihr seht keine Piraten auf diesem Schiff oder so etwas. Es treibt einfach entlang. Du hast fast die Sorge, dass es ein bisschen eine Falle ist. Aber schließlich bringst du das Schiff nah genug heran, dass ihr definitiv einen Enterhaken werfen könnt. Das mit einer Balliste abzuschießen wäre ehrlich gesagt ein bisschen Overkill. Wenn einer von euch jetzt per Hand einen Enterhaken wirft, dann würde das wahrscheinlich reichen. Würde ich versuchen, das vielleicht sogar mit meiner... ich weiß nicht, wie weit die weg sind. Sind die mehr als 30 Fuß entfernt? Nein, die sind jetzt etwa noch 20 Fuß weg und in der nächsten Runde könnte Visco euch sogar auf 5 Fuß ranbringen, sodass ihr... auch einfach rüberspringen könntet. Dann würde ich den Enterhaken rüberwerfen und dann mit Gedankenkraft befestigen. Der Reling gegenüber. Invisible Mage Hand. Okay, das gestatte ich dann mal ohne Wurf. Also deine Mage Hand packt das Seil und bringt es rüber. Wie wollt ihr euch dann rüberschwingen? Inwiefern wie?
Ja, wollt ihr euch an dem Seil packen und euch aller Tarzan rüberschwingen? Wollt ihr euch rüberhangeln? Wollt ihr über das Seil skaten, in Anführungszeichen? Wollt ihr euch einen Haken dranhängen und per Zipline rüber? Ich finde Skaten ziemlich cool. Das würde ich machen. Ich will Tarzan, also ich will mich rüberschwingen. Nordtag auch. Das ist, scheint ihm das Sicherste zu sein. Ja, Chaktar will sich auch rüberschwingen. Goom schwingt mit. Ich hole Anlauf. Alle Freischwinger. Ich hole Anlauf und renn los und spring auf dieses Seil. Und wir rübergleiten. Und nee, Chaktar macht das so Ziplining mit dem Axtstiel. So. Ja, genau, mit dem Stock. Chaktar und Laser rutschen darüber auf den Bretter, auf den Stäben. Okay, dann gebt mir alle mal ein. Diejenigen, die sich rüberschwingen und eine Zipline benutzen wollen, Athletics-Check, Scheiße. Pardon. Athletics und wer so drüber schlittern will, das wäre ein Acrobatics. Dann schlitter ich rüber. Dann, Bisco, wie möchtest du rüber? Möchtest du überhaupt rüber oder bleibst du an Bord des Schiffes? Ich würde ja auch mit rüber gehen, natürlich. Okay, schwingst du dich rüber à la Tarzan oder machst du es irgendwie anders? Ich glaube, kann entlangschleimen. Ich würde quasi ja mich da dran entlangschleimen, beziehungsweise halt auch einfach aus meinem Körper so eine Art Zipline-Schlaufe bilden und dann rüber rutschen. Oder Schnecken. Okay, bist dann du eigentlich am sichersten auch mal dabei. Einen Flattex-Check, bitte. Ja, ich gucke gerade, ob das nochmal von meiner Rasse, die mir da irgendwas gab. Ich glaube, das war nur gegen Grapple, ne? Ja, ich glaube auch, das war nur Grapple. Weil ich hier nämlich so nichts finden kann. Athletic. Goal. Ja, also Goom, du schwankst ein bisschen und du kippst fast herunter, aber zum Glück ist da diese schleimige Masse hinter dir, in die du so ein bisschen versinkst und ein wenig mitgezogen wirst. Wenn es jemand fällt, würde ich auch tatsächlich mit meinem Pseudopod, den ich ja von mir abbreizen kann, jemanden auffangen. Ich habe da ja mit 10 Fuß Reichweite. So ein bisschen schwabbeln. Okay, dann packe ich euch mal auf eine neue Karte. Yes. Ihr befindet euch an Bord eines Schiffes. Auf dem Schiff liegen mehrere Skelette. Ihr seht, hier ist ein roter Bereich gezogen. Bitte stellt euch nur innerhalb dieses roten Bereichs mal auf. Ich bitte zu entschuldigen, dass die Kästchen nicht ganz hinkommen. Das liegt daran, dass die Karte, das ist eine vorgefertigte von, Sekunde, ich suche den Namen, damit man ihn gegebenenfalls Sachmöller auf Patreon. Die ist vorgefertigt, die hatte leider schon diese Kästchen und ich habe es in der Zeit, die ich hatte, nicht hingekriegt, das komplett anzustellen. Deswegen stellt euch mal bitte so auf, wie ihr glaubt, dass ihr stehen würdet innerhalb dieser Kästchen und sagt mir Bescheid, wenn ihr zufrieden seid. Also dieses roten. Also ich stehe auf jeden Fall vor Visco. Bin der Chakta. Butter? Oh Gott, Butter, ja. Es gibt da so das Gerücht, dass Butter gut gegen Geister hilft. Das erkläre ich jetzt nicht genauer. Das ist ein Gerücht. Als Geist kann ich das entkräftigen. Aber was ist mit der Buttersocke? Ist nur eklig oder kriegen wir vielleicht einen Schauer? Luzi kann das im Chat selber okay, erklären. Ihr steht alle so, dass ihr zufrieden seid. Ja. Wunderbar, ob ihr wirklich richtig steht, ich mache es einmal weg. Als ihr an Bord kommt, läuft euch direkt ein Schauer über den Rücken. Und ihr seht an Bord hier mehrere Skelette. Alle tragen das, was man sich unter Piratenausrüstung vorstellt, aber verschimmelt und verfault. Einige halten noch staubige Flaschen in den Händen oder sind über die Reling gelehnt. Und als ihr an Bord aufkommt, geht ein Ruck durch diese Gerippe. Und mit widerlichem Knacken, Knirschen und höhnischem Zähnefletschen beginnen sie sich zu erheben und schartige Waffen zu ziehen. Aura ist nicht mehr ganz so mutig wie vorher. Die sind so unheimlich. Einmal Initiative, bitte. Jetzt geht's wieder ab. Jetzt feiert Bär wieder die Musik.
Ich mache aus Einfachheitsgründen mal ein einziges Skelett zum Initiativträger, weil ansonsten ja, sitzen wir hier schon weg. Oh ja, jetzt heute mal Glück. Ach komm! Der lag schon auf der 18. Der lag auf der 18. Das hört's. Ich fühle dich. Ich fühle es. Ich hör's, Tulev. Das ist so traurig. Da wirbel ich mal was Hose und bin auf 19, bin dann trotzdem erst die Dritte. So, ich habe gerade Waffen bekommen. Ich bin glücklich. Oh, ich will auch welche. Ist ja schon fast Tradition, Mensch. Ja, meine Freundin macht gerne Waffeln und sie macht sehr gute und sehr leckere Waffeln. Ich liebe sie nicht nur wegen der Waffeln, aber die sind definitiv ein Bonus. Gut, ja, jetzt wissen wir so, wie sie dich eingefangen hat. Mit Waffeln. Also als wir uns das erste Mal gesehen haben, hat sie mir auf den Kopf gehauen. Also vielleicht war es auch das. Jedenfalls. Das und Waffeln. Goom. Ja, Goom wird doch mal nutzen, wie perfekt die Skelette hier stehen und würde einen ohrenbetäubenden Brüller loslassen, indem er einen Shatter spricht. Und zwar... Hier so hin. Ah, hier schön, so man kann das ja sogar ziehen. Ah, perfekter Mundo. Das sind... 3 Stück drin. Mhm. Dann machen die mal ihren Saving Throw. Weiß nicht, kriegen die Disadvantage wegen. Ich würde mal sagen, ja, weil die bestehen aus alten morschen Knochen. Ich glaube, das hat ähnlich leitende Eigenschaften wie Glas, Metall oder Kristall. Nice. Und die Saving Throw. Ravage Emerald Disadvantage. Mach schon mal den Schaden. 8, du Kacke. 3 Sechsen gewürfelt. Wow. Ist das? Ja, moin. Okay, ihn hier, ich pack ihn hier mal nach hinten, weil er ist mein Initiative-Skelett, der ist nicht mehr da. Okay. Die beiden sind auch nicht mehr da. Du stößt einen ohrenbetäubenden Schrei aus und es gibt einen lauten Knall und 3 dieser Skelette werden einfach zu Knochenmehl zerfetzt. Da ist einfach nichts mehr da. Die zerfallen einfach vor euren Augen zu Staub. Gut, das war meine Aktion. Und, haben die, kurze Frage, haben die ihren Rettungswurf gemacht? Ja, mit Nachteil und alle 3 gefällt. Oh, arme Skelette. Yep. Und, ich werde noch einen Draconic Cry loslassen. Und ich pack die das hier mal weg. Bonusaktion. Das heißt, Gegner innerhalb von 10 Fuß von mir, das dürften zumindest die beiden hier sein, eventuell der noch heute messen. Messen wir es mal aus. Ballab. Nee, der ist in 15. Aber die beiden hier definitiv. Yep. Die haben jetzt, gegen die haben wir jetzt Vorteil, wenn alles wir gegen klar die kämpfen. Ich gebe Ihnen mal einen entsprechenden Statuseffekt. Bonusaktion und dann würde ich mich noch bewegen wollen. Und zwar hierhin. Ach, guck mal, da ist ja noch einer. Wunderbar, stehe perfekt. Und das war mein Zug. Alles klar, Nottag. Ich würde mich mal zu dem bewegen und dem links von ihm eine Sacred Flame gönnen. Dann bitte. Dexterity, Saving Throw. Na gut, der war jetzt öffentlich, aber den schafft er leider. Alles klar. Wirkst diese heilige Flamme, aber er schafft es, da so ein bisschen zur Seite zu gehen und erhebt sein schartiges Schwert und winkt damit so einmal in deine Richtung, als würde er dir drohen. Der winkt nicht mehr lange. Und auf dem vor mir würde ich mit meiner Spiritual Weapon drauf prügeln. Alles klar. Willst du auf die Karte ziehen? Deine Spiritual Weapon trifft. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ja. Ah. Jetzt. Get Le Bonk. 8 Schaden. Le Bonk.
Das ist Force Damage, alles klar. Yep, die Spiritual Weapon trifft ihn mit voller Wucht und es gibt ein widerliches Knirschen, als sein Unterkiefer wegfliegt. Und das wäre es mit meinem Zug. Alles klar, dann Aura. Auf den, der hier so schön nah bei uns ist, weil das gefällt mir gar nicht, einen Guiding Bolt. Ist irgendwas falsch geklickt? Ach, jetzt habe ich. Ah, nee, Entschuldigung. Du musst auf Attack ja im Chatverlauf. Ja, gucken. Ich hab das nicht gesehen. Ach. Ja. Nee, der Guiding Bolt trifft nicht, der fliegt über seinen hässlichen Schädel. Ja, ich hab mich zu sehr geekelt und hab verzogen, verdammt. Vollkommen verständlich. Ja, dann war's das. Das war's? Erstmal ja, ja. Elazar. Hat Nachteil auf Angriffe, wenn eine gegnerische Figur neben mir ist, direkt, ne? Auf Range Attacks. Jupp. Yes. Das hast du in der Tat. Dann sag ich zu Chakta, den überlasse ich dir. Und gehe ich hier rüber. Okay. Er nutzt seinen Gelegenheitsangriff und versucht dir mit seiner teils abgebrochenen Klinge noch einen mitzugeben, während du an ihm vorbeiläufst. Trifft dich aber nicht. Er versucht so nach dir zu schlagen, aber er muss dabei so relativ awkward die Klinge positionieren, weil sie vorne abgebrochen ist und es reicht nicht ganz. Die Klinge kommt kurz vor dir zum Stehen. Nice. Ich duck mich an diese Klinge weg, oder muss es vielleicht nicht mal, belächle es nur kurz. Zück meinen Stab, dreh ihn einmal geschwind in meiner Hand, so dass die helle Seite nach vorn zeigt. Dort entsteht eine Flammenkugel und ich würde Produce Flame casten. Und direkt als Angriff wirken. Auf ihn hier oder auf wen? Achso, ja genau, auf den hier, der mir am nächsten steht, sag ich. Dann hast du Vorteil, weil er durch Gubens Schrei aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Jetzt schon ein paar Mal mit ihm gekämpft. Das ist eine 21, ich muss immer dran denken, dass ich plus 1 habe. Dann trifft das. Nice, das. Kannst du dir das nicht reineditieren, dass du die plus 1 kriegst? Ich hab das halt nur, wenn ich meinen Stab benutze, deswegen habe ich es lieber nicht gemacht, weil der ist plus 1 Stab, ja. Ja, oder du machst es dir als Makro unten rein. Ja. Du kannst auch einen Situationsbonus eintragen beim Wurf. Oh, das ist eine gute Idee. Das mache ich mal. Genau, 5 Feuerschaden wären das. Er wird versenkt. Der Knochen läuft ein bisschen schwarz an. Er gibt ein Knirschen mit den Zähnen von sich, wobei sich einer seiner Backenzähne verabschiedet. Sieht das so aus, als würde das Schaden machen, wie ich es vermuten würde, wenn diese Feuerkugel gegen ihn prallt und da. Also schwärzt definitiv die Knochen. Das ist kein Fleisch mehr da, was weggebrannt werden kann. Ja. Aber die Knochen sind definitiv mitgenommen. Okay. Dann beende ich mal zu. Visco. Ja, ich möchte natürlich Gum unterstützen und würde einmal Hex auf dieses Skelett wirken wollen. Welches, Entschuldigung, das... Dieses hier. Alles klar, das schon was abgekriegt hat. Ich wähle einfach mal Stärke aus. Alles klar, dann Hex. Hex und dann natürlich mit einem Eldritch Blast hinterher. Dann bitte, der Eldritch Blast hat Vorteil. Der Eldritch Blast trifft. Und der Eldritch Blast zerbricht ihn in hunderte kleiner Knochensplitter, die regelrecht explodieren und herumfliegen. Das. Boah, alle treffen was, ich fühle mich so nutzlos. Ich bin den Rücken frei, Goom. Elazar schaut super neidisch auf diesen Blast. Ich guck gerade, ob ich noch von irgendwo eine bessere Übersicht hätte über das Kampfgeschehen, aber ich glaube, hier stehe ich schon ganz gut, weil ich so die beiden Treppen gut treffen kann.
Ich würde da erstmal stehen bleiben, tatsächlich. Okay. Shakhtar. Battle Rage. Whack. Dann würfel mal, was wird es heute? Was möchten Sie denn heute für ein Gericht? So, mal gucken, was die Liste heute hergibt. And a spirit which looks like a flump or pixie of your choice appears within 5 feet of one creature of your choice that you can see with 30 feet of you. At the end of the current turn, the spirit explodes, and each creature within 5 feet must succeed a dexterity saving throw. Takes... okay. Der erscheint hier. Ja, und wie das sieht ist aus? Schlau. Und sieht aus wie ein riesengroßer, fetter Speckkäfer. Nice. Okay, Sekunde. Nehmen wir mal, ich habe hier einen Fire Beetle. Nehmen wir mal den. Ja, am Ende meiner Runde explodiert er halt. Und... Oh Gott, ich kann jede Runde einbeschwören. Wie krank ist das denn? Ja, yep. Als Bonusaktion. Ja, und dann natürlich Reckless Attack auf den hier. Auf den unteren hier. Hauen Sie drauf. Oh, wie ist der denn? Eine 24. Das trifft, selbstverständlich. Alles andere wäre auch irgendwie bitter. Schaden. Ja, du holst aus und teilst ihn einmal sauber von oben bis unten in zwei skelettierte Hälften, die beide auf den Boden fallen und sich nicht mehr rühren. Und dann... Ja, dann, genau. Ich beweg mich noch. Ich beweg mich noch hier hin. Und dann würde der Käfer explodieren. Ja, der Käfer explodiert mit einem ohrenbetäubenden Knall. Die beiden Skelette machen ihren Wurf. Das ist ein... Dex. Dexterity Saving Throw. So. Mhm. Gut, würfelst du schon mal den Schaden? Ja. Der eine schafft ihn, der andere schafft ihn nicht. Der obere schafft ihn, der untere nicht. Der hat schon seinen Kiefer von der Spiritual Weapon weggeboxt bekommen. Die Explosion gibt ihm den Rest. Sein Brustkorb fällt ineinander und er zerfällt mit einem Klang wie ein kaputtes Xylophon in seine Einzelteile. Ja, da habt ihr schon in der ersten Runde gut aufgeräumt, würde ich sagen. Ja, der Skitter war ja... Ich liebe den White Magic Baba. Ohne Scheiß, ey. Genial. Ja. Es passiert immer so kranker Shit. Dann, dieses Skelett hier. Dieses hier, das möchte gerne einmal versuchen, Goom mit seinem Schwert zu erwischen. Ja, wieder nicht. Ja gut, dann muss ich eben... Sie heben kurz von Hand. Ich nehme an, eine 7 trifft dich nicht. Nein. In meiner Vorstellung parierst du das gerade sehr elegant, obwohl da eine Treppenstufe höher steht als du. Ja, haha. Dieser Junge hier, ja, der steht eigentlich auch da. Der möchte selbiges probieren. Der möchte dich ebenfalls angreifen. Trifft aber ebenfalls nicht. Du wirst gerade von zwei Seiten belagert und parierst das elegant. Es sieht aus wie in einem Errol Flynn-Film, wenn Errol Flynn sehr viel kleiner und sehr viel blauer wäre. Ja, die kommen halt nicht damit klar, dass er so klein ist. Das ist ja, sein Vorteil. Ihr bemerkt auch, dass Goom richtig darin aufgeht. Also der hat auch so richtig Spaß daran. Und der hier oben, der möchte einen schartigen, kaputten, etwas angefressenen Kurzbogen ziehen und damit einmal auf Nordhack feuern. Trifft dich eine 12? Nein, trifft sie nicht. Dann, ja, prallt der Pfeil wirkungslos an deinem Panzer ab. Und das waren die Skelette. Haben nicht sonderlich viel erreicht. Boom.
Gut, den zweiten Draconic Cry werde ich mir erstmal aufsparen, aber ich werde mir diesen Burschen hier jetzt mal vorknöpfen. Und mit einem... Nein, habe ich nicht mehr. Ah, das hört zu Beginn deiner Runde auf. Ich dachte zu Ende. Genau. Okay, dann genau, zu Beginn. Hast du da keinen mehr. Aber ich werde einfach mal mit einem geschickten Schlag mit dem Rapier versuchen. Mit einer 14. Du triffst. Treffe ich, hervorragend. Ich gebe einen Bardic Inspiration Dice für einen Slashing Flourish aus. Das heißt, ich würfel noch 1W6 Schaden dazu. Erstmal den normalen Schaden. Und noch 1W6. Deine Klinge tanzt blitzschnell und geschickt. Und die 5 Schaden bekommt der über mir auch. Wegen dem Slashing Flourish. Deine Klinge tanzt elegant und geschickt und du triffst ihm an der Kniescheibe. Er sackt nach vorne und du treibst ihm den Degen durch die rechte Augenhöhle und er fällt zusammen. Und dem anderen gibst du dann noch in einer eleganten Drehung einen Schmiss mit, der einen ordentlich tiefen Kratzer in einem seiner Knochen hinterlässt. kommt nur. Da, wo das herkommt, habe ich doch viel mehr für euch. Wunderbar, gut, das irgendwie war's. An dem vorbei komm ich nicht, ne? Nee, also, der so steht links... da ziemlich genau so, dass du nicht vorbeikommst. Sonst hätte ich nämlich Chuck da noch Platz gemacht, aber... Gut, dann war's das bei mir. Nottag. Ich schnapp mir doch mal den netten Herrn mit dem Kurzbogen und gebe ihm mal meinen Kriegshammer zu spüren. Gib ihm. Das trifft leider nicht. Das pariert er überraschend kräftig mit seinem schartigen Säbel. Da fliegen ein paar Metallsplitter raus, aber das scheint ihn nicht sonderlich zu stören. Und kann ich meine Spiritual Weapon da rechts an ihm hochschweben lassen über das Gelände? Ja, ich würde sagen, das geht, aber das kostet sie all ihre Movement. Okay, also zeig mir jetzt in Foundry an, es geht nicht, weil ja da keine Treppe ist. Könntest du es mir hochziehen? Jupp. Und dann würde ich mit der nochmal angreifen. Hauen sie drauf. Auch das trifft nicht, er taumelt so ein bisschen zur Seite. Ja, er stößt einen lauten zwergischen Fluch aus und das war meine Aktion. Okidoki, dann Aura. Das Skelett da oben bei Goom, das steht ja eh erhöht, da kann ich ja ohne Probleme drauf zaubern, ja? Ja. Und bekommt ja hoffentlich einen Guiding Bolt drauf, so. Diesmal klicke ich hoffentlich richtig. So. Dieser Guiding Bolt trifft. Dann macht dieser Guiding Bolt hoffentlich schön viel Schaden. Das Skelett leuchtet einmal hell auf und wird in Asche aufgelöst. Haha, hab ich dich doch gekriegt! Gut geschossen, Aura! Ja, sie bleibt da stehen. Ich fühle mich da sicher. Neben Captain und Elazer. Alles klar. Dann Elazer. Ja, also so wie ich sehe, aktuell ist nur dieses eine Skelett mit dem Bogen. Und ich würde auch den Stab anlegen, das Schild positionieren, den Stab drauflegen als Stativ und feuern. Es gibt wieder eine Ruhe. Ich würde sagen, dadurch, dass es hier so ein bisschen erhöht steht und auch die Reling da ein bisschen im Weg ist, hat es Half-Cover. Das bedeutet, seine AC wäre um 2 erhöht. Das heißt, es wäre schwerer zu treffen. Okay, aber ich habe Vorteil. Nee, habe ich nicht. Ja, passt. Ja, ist okay. Dann, wo ist er? Da ist er. Und wenn du 3 Schritte vormachst? Check. Ich habe das gerade gesagt, du fühlst dich hier wohl, deswegen gehe ich jetzt nicht weg. Ach so. Er nimmt Rücksicht auf dich. Ist das süß. Du triffst. Ja, dann. Er ist halt ein Pro.
So langsam trifft er auch mal was. Mit einer 18, mit einer 18. Der Stab ist langsam mal geeicht. Ja, ja, ich habe immer wieder dran gearbeitet. Es sind zwar nur 2 Feuerschaden, aber es ist immerhin etwas. Ja, du versenkst ihm ein klein wenig das Antlitz. Nicht, dass da so viel zum Entstellen übrig wäre. Er hat jetzt so eine aschefarbenen Schädel. Hast du ihm seine Hand verbrannt, dann hat er eine Hand weniger, kann ich mit Bogen schützen. Ja. Genau, okay. Das war es auch schon. Das war es. Dann darf ich um Visco bitten. Ja, das Skelett da oben wird sich ja schon gekümmert, aber hier unten ist ja noch eins. Das da unten ist nicht mehr da, das habe ich nur dahingestellt, weil das mein Initiative-Skelett ist. Achso, das ist der. Ah, okay. Das ist nicht mehr da. Dann habe ich ja nur ein Ziel, ne? Yep, dann seht ihr nur noch eines. Kannst, Dinge, die man vom Spieler hören will. Kannst du aus dem Sichtbaren rausschieben, dann sieht's ja keiner. Ja. Geh ich mal ein paar Schritte vor. Stimmt, das ist überhaupt eine gute Idee. Ja. Ich schieb's mal hier hin. So. Wenn es im Schwarzen ist, sehen wir es ja eh nicht. Wenn er sehr beschützt ja Aura, dann würde ich meinen Hex auf das Skelett dort überschwenken lassen und nochmal wieder mit einem schönen Eldritch Blast draufballern. Dann ballere. Ach, Eldritch Blast, man liebt ihn. Ich liebe Warlocks. Und du triffst. Ja, Warlocks sind klasse. Ein Zauber, der einfach für alle Situationen passt. Der Gegner kommt auf dich zu, später dann noch Blast. Der Gegner läuft vor dir weg, Eldritch Blast. Du hast Probleme mit dem sozialen, Eldritch Blast. Ja, plus Charisma drauf dann später, ne? Eldritch Blast, Charisma! Ja, das habe ich ja schon. Danke für den Subscribe, Tactical Nuclear Raven. 16 Schaden dann. Wofür werden Tactical Nuclear Ravens eingesetzt? In was für Kriegen ist das? Verstößt das nicht irgendwie gegen die Genfer Konvention oder so? Ach, der Shakhtar auch gerade irgendwie sowas mit diesen Kleingekäfern. Ja, du triffst ihn am Kopf und der Kopf zerbürst einfach. Der zerbürst nicht einmal mehr. Da ist nichts mehr mit da, was zerbersten könnte. Der ist einfach weg und das Skelett bricht zusammen. Und damit ist der Kampf vorbei. Ich wollte eigentlich... Okay, warte. Bevor du sagst, es ist zu Ende, Shakhtar rennt einfach durch die Tür hier durch. Durch diese Tür. Muss auch noch eine zweite Kampfrunde kommen. Die Tür da. Zum Captain. Okay, so langsam verstehe ich, warum du der Captain bist. Dann, gute Arbeit. Wenn du sie einfach versuchst einzurennen, gib mir mal einen Strength-Check, bitte. Und Nortak hustet noch das letzte Knochenmehl aus seinem Bart. Geht es euch allen gut? Und Aura schaut sich um, ob alle in Ordnung sind. Aura, bleib da weg! Es gibt ein ohrenbetäubendes Krachen als... Sekunde, bewegt euch mal bitte kurz nicht. Ich bewege euch in eine neue Szene. Ich hoffe, das geht jetzt so. Sekunde. Jo. Es gibt ein ohrenbetäubendes Krachen und die Tür fliegt auf, als... ich pack die Waffe mal hier hin. Wobei, sie ist jetzt wahrscheinlich eh weg. Als Shakhtar die Tür einrennt. Ihr befindet euch in, einem Gang. Es wird hier auch durch dieses unwirkliche, geisterartige Licht erhellt. Ihr seht mehrere Türen und da vorne einen großen Sessel. Wahrscheinlich ist das der Spelljamming-Helm dieses Schiffes. Oder war es zumindest mal vor langer Zeit. Frag mich, wie sich das Schiff noch bewegen konnte. Ich richte Shakhtar in seiner Rage einfach noch Richtung Spelljamming-Helm aus und einmal so hier. Ja, und noch 3 Grad nach links, noch 3 Grad nach links, jetzt so. Hupp. Ich würde Shakhtar auch mal Hand auf die Schulter legen und sagen, egal was noch kommt, hol sie dir großer und cast der Jump auf ihn. Ja, dann jump ich einfach wie so ein Berserker, gerade durch den Raum. Ich würde auch sagen, das schaffst du und würde dir auch noch Guidance geben. Einfach jump. Vor so Lolz. Jump. Ja, einfach wie ein Bulldozer, einfach geradeaus. Liebe Shakhtar. Und er ist so multifunktionell. Ein weiteres Werkzeug im Arsenal. Ja, wow. Wie eine Abrissbirne. I came in like a chucking ball. Frontrichtung Feind ausrichten, Stift ziehen und dann in Deckung gehen. Ich hätte jetzt gesagt, wie ein Grashüpfer auf Steroiden. Dann spring mal, wohin du springen willst. Ja, einfach hier wieder, bis nicht mehr geht, einfach wie so eine Kanonenkugel bis zum Spelljamming-Helm hier. Und mit Not auch durch den durch.
Okay, der Spelljamming-Helm war einmal ein mit blauem Samt bezogener Stuhl. Jetzt ist er die Überreste eines mit blauem Samt bezogenen Stuhls, die auf dem Boden liegen und jede Menge Staub aufwirbeln. Das Schiff war anscheinend schon etwas älter. Der Spelljamming-Helm hat schon längst sämtliche Magie verloren. Als der Spelljamming-Helm kaputt geht, ihr hört ein Krachen wie von euch, wie von morschem Holz. Dann hört ihr ein ohrenbetäubendes Jaulen von irgendwo auf dem Schiff, als hättet ihr gerade dem Schiff selbst körperlichen Schaden zugefügt. Ach stimmt ja, das war auch so ein Lebendings irgendwie. Ich halte mein Schild vor Aura. Und sie hält sich ja die Ohren gerade zu. Eben. Hm. Ich möchte Magic Awareness casten. Okay. Und Nortag sichert noch hinten mit seinem Schild. Yep, auf diesem Schiff ist Magie. Wenig überraschend. Irgendwo spezifisch konzentriert? Nee, einfach generell auf dem ganzen Schiff. Ich stehe da vor einer Tür. Nachdem der Krach weg ist, würde sie... Kann ich die ja aufmachen? Gucken, das ob die kannst Tür du feststellen, aufgeht? Wenn du da drauf klickst. Wenn sie abgeschlossen ist, dann geht sie nicht auf. Diese hier geht auf. Das ist... Das rechts und links sind zwei kleine Aufenthaltsräume. Ja, Stühle, die um einen Tisch herumstehen. Ein Bullauge, das nach draußen zeigt. Und eigentlich nicht viel mehr. Okay. Dort oben links, wo Goom gerade ist, befindet sich ein Vorratsraum. Es riecht, es riecht nach einem Vorratsraum, in dem schon lange niemand mehr war. Widerwärtig. Ey, die Türen sind weg und ich komme nicht mehr raus. Die Tür ist noch da, du musst nur draufklicken. Ich konnte nicht draufklicken, da war nix mehr. Da war nix. Gum, ich schaut mag mal, dieses Schiff nicht, das macht mir Angst. Gum, schaut mal, ob in den Kisten noch irgendwas von Interesse ist. In den Kisten befinden sich die Überreste von Nahrung. Was einmal wahrscheinlich haltbare Vorräte waren, ist jetzt ein grüner, unzusammenhängender Haufen aus... irgendetwas Undefinierbarem, das bestialisch stinkt. Visco, wo du gerade hier oben warst, ich zieh dich da noch mal hin. Sekunde. Hier oben ist der Unterraum, wo wahrscheinlich Wartungsarbeiten und so weiter vorgeführt werden. Du siehst hier vor dem Ramdorn siehst du Schmutzspuren, die sich, nachdem du eine Weile noch intensiver drauf guckst, als getrocknetes Blut herausstellen. Und zwar ziemlich viel. Finde ich da irgendwie einen Besitzer zu? Führen die irgendwo hin? Bitte? Also führen die irgendwo hin? Kann ich da irgendwie den Besitzer dieses Bluts sehen? Achso, nein, du siehst hier nichts. Kein Skelett, keine Leiche, kein gar nichts. Da scheint einfach nur jemand hier überall eine unglaubliche Menge Blut verloren zu haben. Schwer vorstellbar, du weißt nicht, was für ein Wesen es war, aber schwer vorstellbar, dass er das überlebt hat. Gum war vor mir, ne? Ja. Das ist ja merkwürdig. Siehst du was? Hier ist dunkel. Ich sehe alles. Was ist hier? Ich sehe nichts. Ich glaube, ich finde die Tür nicht mehr. Oh, ist dunkel. Marco. Ist dunkel drin. Ja, wenn du dunkel hast halt keine Dunkelsicht, ne? In dem Fall, ja, dieses Schiff ist ziemlich düster. Hier und da ist Licht, dieses grüne, geisterhafte, gespenstische Licht. Aber. Dann würde ich mal Produce Flame casten, um mir den Stuhl genauer anzuschauen. Alles Stück legen. Ich gegen eine Wand ich oder so. Ich gebe dir ein bisschen Licht. Eine Sekunde. Das sind so 10 Fuß, glaube ich. Wieder ich habe gerade den Spaß meines Lebens. Radius, ich warte, bis ich gegen eine Wand renne. Ich so, bam, jetzt müssen wir mal sehen. Eine Line aus Tentakel. Aura, wo hast du deinen Leuchtekristall gelassen? Ja, in der Tasche. Ich kenne ihn ja. Ja, genau. Ich habe Licht bekommen, dann hat sie ihren Leuchtekristall rausgenommen, benutzt halt den. Okay. Stimmt, den habe ich ja noch. Der war, glaube ich, auch jeweils 10 Fuß, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Nee, ich habe nur Leuchtestein hingeschrieben, aber wird schon passen. Yep, hier, wie gesagt, Blut auf dem Boden. Längst eingetrocknetes, fast schwarzes Blut. Hier ist ganz schön unheimlich. Was ist das Ding hier in der Mitte eigentlich? Ja, das ist der vordere Teil des Schiffes. Boom, weißt du zufällig gerade den Fachbegriff von dem langen Dorn, der vorne am Schiff ist? Bugspriet.
Der Bugspriet, danke. Aber kannst du was mit den Blutspuren anfangen? Du kennst dich doch mit so Medizin und so aus. Kannst du mir feststellen, was das ist? Also von welcher Kreatur? Ich werfe mal einen Blick drauf. Okay, gib mir mal einen Investigation-Check. Der Schrei gerade eben kam aber von woanders, oder? Der Schrei schien von irgendwo anders herzukommen. Den konntet ihr nicht genau orten. Dafür war er zu kurz, zu laut und ja, auch zu weit weg. Er war auf jeden Fall nicht von ihr. Weltenweber, kriege ich bei Investigation Vorteil wegen Heilkunde, Medicine? Ich kann dir Guidance geben. Ich würde sagen nicht, weil das hat jetzt weniger was damit zu tun, festzustellen, was das ist. Das ist getrocknetes Blut, ziemlich eindeutig. Aber den D4 musst du noch würfeln. Genau, denk dran, du hast noch einen D4 durch Guidance. Oh. 16. Wenn du dir das so anguckst, die Person muss ungefähr hier gestanden haben, als sie wahrscheinlich einen Dolch irgendwo hingekriegt hat, wo es ordentlich geblutet hat, also den Hals oder die Beinarterie. Wenn du dir ansiehst, wie das Blut hier verteilt ist und wie viel das ist, dann ist die Person wahrscheinlich 2 Schritte weit gekommen und dann ausgeblutet. Also da hat jemand entweder mit chirurgischer Präzision getroffen oder einfach Glück gehabt. Wahrscheinlich Zweiteres, weil bei chirurgischer Präzision wäre das Blut nicht so geflossen. Ich geb's der umstehenden Crew weiter und ja, sehe mich nochmal genauer um, das Schild ein bisschen erhoben, weil mir das Ganze nicht sonderlich geheuer ist. Ich gehe mich mal auch umsehen nach dem Ursprung vom Schrei und geht dann wieder zurück erstmal. Okay. Ich würde währenddessen, wie gesagt, den Stuhl gerne mal anschauen mit dem Licht. Chakta und Goom sind dort unten. Ihr wollt versuchen, die Tür aufzumachen? Ja, mit der Axt. Ja, dann gib mir einfach mal einen Schadenswurf mit der Axt. Ist Rachel aktiv oder aus? Aus. Du bist nicht mehr im Kampf und du hast jetzt schon ein paar Runden lang nichts mehr angegriffen. 5. Es gibt ein Krachen, die Tür geht auf und ihr hört wieder einen ohrenbetäubenden Schrei. Ein wütender Schrei, der anscheinend von überall herzukommen scheint. Oh. Ich glaube, das Schiff ist wütend. Oh, da hält sich wieder die Ohren zu. Ja, kann ich verstehen, wenn man mir wehtun würde. Ah. Ich würde mal was ganz Verrücktes versuchen, wenn ich das höre. Ja. Jedes Mal, wenn das Schiff Schaden bekommt. Ich würde tatsächlich versuchen, telepathisch mit dem Schiff zu reden. Okay, was willst du das Schiff fragen? Erstmal nur, warum greifst du andere Schiffe an? Nichts passiert, nichts zu hören. Elazer, ich sehe gerade, dass du blinkst. Sagst du irgendwas? Weil wenn ja, höre ich dich nicht. Ja, genau. Jetzt wieder? Jupp, jetzt ja. Ja. Okay. Ja, mit Discord-Decker wahrscheinlich. Schlimm. Genau, ich wollte diesen Stuhl jetzt eine ganze Weile schon mal untersuchen. Ja, die Überreste des Stuhls, dann Chakta, das war mal ein großer, gepolsterter, mit blauem Samt ausgepolsterter Stuhl. Sehr regal, sehr royal. Jetzt ist es ein riesiger Haufen aus Polstermaterial, morschem Holz und Samt auf dem Boden. Ganz subtil kannst du da drunter auf diesem Podest so Runen erkennen, die auf dieses Podest geritzt wurden, die ziemlich eindeutig machen, dass hier war also zu 80% der Spelljammer. Ah nein, zu 90%, eigentlich fast zu 100%. Ist da noch Restmagie irgendwie vorhanden? Sehr, sehr wenig auf die Art und Weise, wie so ein bisschen Reststrahlung. Also nicht genug, um irgendwelche Rückschlüsse oder so zu ziehen. Okay. Ich würde die Runi mal notieren, damit ich die vielleicht später mal einsetzen kann. Alles klar. Und dann aufschließen, wenn ich dann merke in meiner vertieften Untersuchung, dass der Rest weg ist. Leute! Hallo! Wir sind hier hinten. Dann hörst du auch einmal das Krachen von der Axt und den lauten Schrei. Da ist was denn hier passiert. Ich gehe übrigens einfach die Tür aufgemacht. Ich gehe da übrigens einfach rein. Okay. Du siehst mehr Zeug. Auch hier wieder. Eine Tür. Das hier war anscheinend ein weiterer Aufenthaltsraum für die Crew. Es gab hier eine Menge Aufenthaltsräume. Soll Schaden machen? Ich mach die Tür auf. Yep, Ich klicke mal drauf. Stopp, bitte niemand mehr bewegen.
Aura, als du eintrittst, du siehst ein Zimmer. Hier ist eine große Glasfront, von der aus ihr einen wirklich fantastischen Blick auf die astrale See hier habt, auf den Wildspace. Pardon, ich verwechsel die beiden auch ständig. Auf den Wildspace. Und du siehst ein großes Bett, das wahrscheinlich für den Kapitän oder so etwas war. Und du siehst, dass sich in die, über diesem Bett eine geisterhafte Gestalt manifestiert. Die Gestalt einer Frau. Ihr Kopf ist nahezu vollständig abgetrennt und sie blickt nahezu trauernd in eure Richtung. Aber dann deutet sie mit dem Finger auf dich. Ihr Fremde, verlasst dieses Schiff! Initiative. Ich hab noch einen Geist gefunden! Ich muss ganz gestehen, ist Ria hier? Was? Okay, weil, alles klar, gut. Ich stehe zwischen den zwei Türen, quasi. Das sind zwei Türen? Ja. Ach, komm doch, Alter! Ein Chaktar, einfach langsamster Käfer der Welt. Kann ich noch ein bisschen weiter vorgekommen sein? In dieser Runde so einen Trick-Indie zu haben, ist echt traurig. Sechs! Nee, ich fürchte, wenn ich das habe. Na, ich habe jetzt gesagt, stopp, deswegen. Ja, gut. Visco. Aura war neugierig. Ist Aura durch die Tür gegangen oder wie ist sie da hingekommen? Es gibt zwei Türen, die sind auf der anderen Seite. Gibt es noch eine Tür? Ach, okay, alles klar. Der Aura ja gerufen hat. Ah, ein Geist! eilig natürlich der lieben Aura zu Hilfe. So, guckt. Ja, das passiert mir auch immer in der Tür, also du bleibst zu machen. Würde mich irgendwie so, ja, reinbegeben wollen in den Raum. Nice. Berlin, ja, an sich stehe ich da gut, aber das Problem ist, Norta kommt da nicht rein, oder? Wenn ich da jetzt stehe. Ich glaube schlecht. Dann wird es schwierig. Man kann doch schwieriges Gelände eigentlich durchdringen für doppelte Bewegung. Ja, kann man, aber jetzt, also da würde er dann schon die meiste seiner Bewegung für aufopfern. Also ja, er könnte. Aber es wäre nicht leicht. Ja, aber er ist ja eigentlich sehr, sehr Elastizität. Durchlässig. Er kann sich einfach zu einem Schritt kommen, wenn man vorbei will. Ich quetsch mich einfach an die Wand so. Der verformt sich halt einfach. Ich nehme einfach die Form eines Torbogens an. Also bei allen anderen ja, aber bei ihm hätte ich tatsächlich gesagt, ich meine, er kann sich doch mal kurz. Blub, er ist doch ein Blob. Ich kann sich auch nicht durch die bewegen. Ziel ist einfach nicht im Nahkampf mit diesem Geist zu sein. Das ist mein Ziel. Meins auch, aber ich glaube, ich habe sie ein bisschen angepisst. Das ist die Frage, bin ich hier noch außerhalb der Nahkampfreichweite, weil die Vierecke von dem Feld nicht so ganz übereinstimmen? Ja, ich glaube, da bist du schon drin. Sagen nein. Dann muss ich ja schon fast hier eher in der Tür stehen bleiben. Ja, theoretisch würde ich ja eher hier so einen halben Block, ne? Ich hätte theoretisch gesagt, dass du ja schon einen Ticken mehr im Raum bist, dass du sehen kannst von wie die. Ja, das wie schon. Die, ne, oder? Also du kannst auf jeden Fall reinsehen. Ich stelle mich auch extra so hin, dass du kannst sie angreifen. Mhm. Auch braucht jetzt nicht so viel Platz wie das ganze Kästchen. Ich bin nicht Chaktar. Und nein, Chuck Tye ist nicht fett, der ist nur groß. Und bullig ist er. Mm. Ich fürchte fast, dass Necrotic Damage gegen einen Geist nicht so viel bringt. mach's trotzdem drauf, einfach nur um zu sagen, Dex. Weil, ja. Oder, ja. Genau, ich nehme mal Charisma, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ah ja, das ist das falsche Symbol. Hoppala. Was jetzt alles nicht? Visco, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten, was du da so nehmen solltest. Ja. Ich habe da keinen Plan für dich. Ich nehme mal so, denk mir, es sieht gruselig aus, ich mache jetzt das, das ist weniger gut. Sie wird schlagartig hässiger. Ja. Ich glaube, wir sollten uns einfach mal zusammensetzen, was wir so für Zauber benutzen und was wir selbst hier haben. Ja, das wäre ganz gut. Ich bin, was das angeht, noch ein bisschen Noob. Kein Problem. Und schieß natürlich mein Signature-Move drauf, den guten Eldritch Blast. Dann Blast. I Blast. Pew. Zum Beispiel beim Moonbeam wäre es ein Konsti-Save. Das trifft.
Gegen Saves bringt es nichts. Es bringt tatsächlich einen Disadvantage auf Ability Checks. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Deswegen hoffe ich, wenn sie Intimidate oder sowas einsetzen. Ja, ja, ich verdrehe das im Gehirn immer. Also schon immer. Ich weiß es eigentlich besser, aber. Ja, soll ich den Necrotic Damage trotzdem mitwürfeln oder soll ich den einfach weglassen? Kannst du gerne machen. Okay. Gepiu. App, du triffst sie und ihre geisterhafte Gestalt flackert so einmal ganz kurz. Der Eldritch Blast geht allerdings auch so ein bisschen durch sie durch und sorgt für einige Risse in dem Fenster hinter ihr. Ja gut, das ist ein Vakuum-Witz. Das war's? Ich will noch mit Irene. Das war eine Warnung. Wenn du dich jetzt ergibst, lassen wir dich vielleicht laufen. Ihr Geleit hättest du Leben gesagt. Nortag. Ich würde versuchen, hier in das Kästchen unter Aura zu kommen. Okay. Dürfte ich mit meinem Movement hinkriegen, 20, oder? 20, ja, dann hättest du quasi 25 Fuß verbraucht. Ja, ja, du müsstest mich reinziehen. Foundry lässt mich wieder nicht. Ja, ich mache eben. So. Ah, jetzt sehe ich den Geist auch mal. Gut, Nortag hat ja die Worte des Captains gehört und ja noch grob in Erinnerung, dass Ella sehr noch nicht im Kampf ist und ja, vielleicht besteht ja eine geringe Chance, dass der Geist abhaut und ich würde Turn Undead wirken mit meinem heiligen Symbol. Okay, dann mach mal. Brauch einen Wisdom Save von ihr. Sie schafft es nicht. Und sie ist jetzt eine Minute oder bis sie Schaden hat, muss sie sich so 30 Fuß von mir wegbewegen oder so weit wie möglich. Jupp, und sie kann keine Reactions nehmen. Also ja, du präsentierst ihr, was ist dein heiliges Symbol und was für heilige Worte sprichst du? Das heilige Symbol wird wohl Amboss mit dem Kriegshammer sein. Und er schließt die Augen, streckt die Hände nach vorne, das heilige Symbol leuchtet in einem hellen, goldenen Licht auf und er spricht: Geist, verschwinde, lass ab von diesem Schiff und kehr nie wieder zurück. Oder ein Bierhumpen und das Wort Prost, das geht natürlich auch. Das ist der falsche Gott, also auch so einen Gott gibt es. Genau. Bei meinem Mann war eine Bierschöpflöffel. Alles klar. Dann Goom. Ich nehme jedenfalls an, dass das von Nortag war. Ganz genau. Also, Goom würde durch Chaktas Beine hindurch die Tür öffnen. Und würde sich durch die Beine hindurch auch in den Raum bewegen. Und wird natürlich erstmal. Da ist ein Geist? Naja, ist ja ein Geisterschiff. Okay. Ja, ja gut, ich meine, Aura hat laut geplärrt, dass da einer ist. Und als Goom den Geist sieht, würde er ein dissonantes Flüstern von sich geben. Okay. Und dem Geist würden Dinge im Ohr erscheinen. Also. Der Geist würde Dinge hören wie: Dein Mord wird niemals aufgeklärt. Der wütende Drache wird dich verbrennen. Und so Sachen eben. Dann macht sie einen Saving Throw gegen Wisdom. Yep. Wisdom. Ich muss aber Saving Throws am Band machen. Ne? Saving Throw schafft sie nicht. Patzt sogar nicht, dass das irgendwas bringen würde. 7 Psycho-Damage und sie muss sich 30 Fuß von mir wegbewegen. Die weiß gar nicht mehr wohin. Dann bewegt sie sich logischerweise hierhin. Aber sie nimmt Schaden, das bedeutet, sie ist nicht mehr geturnt. Aber sie bewegt sich aus der Nahkampfreichweite von Nortag. Das ist korrekt, das heißt, Nortag hat einen Reaktionsangriff, wenn er möchte.
Der will, nachdem er kurz zwergisch flucht, dass seine Aktion für einen Lokus war und haut drauf. Dann hauen sie. Du hast uns für 6 Sekunden schon mal beschützt. Das trifft. Also. Und er betet noch leise zur Gottheit. Ich hab's versucht. Gut. Dann. Ja, du hast ja meiner Drohung ein bisschen Nachdruck verleiht. Was? Ich weiß ja nicht, dass du es nicht öfter kannst. Sind eben ein gutes Team, Goom. Das war's dann mit Goom, ja. Dann ist sie dran. Was macht sie denn? Bin ich da? Sie möchte gerne einmal, bei wem macht sie das denn mal? Ja, Nortak, sie blickt dich an und zeigt auf dich. Und du gibst mir bitte mal einen, was ist es? Charisma Saving Throw. Ist klar. Das schaffst du. Sie 18. versucht dich zu besetzen. Du spürst, wie geistig gesprochen, ihre Finger nach dir tasten. Wie sie versuchen, deinen Geist zu übernehmen. Sie muss sich dafür auch tatsächlich etwas auf dich zubewegen. Aber du bleibst standhaft. Kannst du das denn überhaupt, wenn sie von Goom sich nicht Goom nähern kann? Nee, sie kann sich Goom nähern. Sie musste sich nur einmal kurz von ihm wegbewegen. Ach so, okay. Ist das nur für den Moment sozusagen? Das ist nur für den Moment. Sie muss als Reaktion von ihm weglaufen. Sie könnte nicht auf Nordhack zugehen, wenn sie noch geturnt würde, aber das wird sie nicht. Deswegen kann sie das machen. Sie versucht, Besitz von ihm zu ergreifen, aber sein Geist ist stärker. Sie faucht wütend. Nun gut. Und sie schreit. Und sie verzerrt ihr Gesicht. Ihr Gesicht wird zu einer furchteinflößenden Fratze. Das ist nicht mehr menschlich, das ist nicht einmal mehr dämonisch. Das ist so unbeschreiblich fürchterlich, dass mir, ich würde sagen, Chakta sieht sie nicht. Aber Goom, Aura, Visco und Nortak, macht mir mal ein Wisdom Saving Throw. Kann ich sie von hier aus überhaupt sehen? Ja, ich würde sagen ganz knapp. Okay. Also als Spieler kann sie nämlich nicht sehen, deswegen. Ja gut, wenn du sie von hier aus nicht sehen kannst, dann musst du den auch nicht machen. Wo mache ich das nochmal? Du klickst auf das Attribut. Genau. Dann frag er dich, was du machen willst. Genau. Hä? Also, ach so, ich klick auf Wüste und dann sagt er mich. Ach ja, okay. Jetzt. Okay. Naja, okay, ihr seid abgebrühte Abenteurer. Ihr habt schon Schlimmeres gesehen als so eine Frau mit einem bestialischen Gesicht. Bei keinem von euch passiert irgendwas. Sonst wärt ihr gefrightened oder würdet schlimmstenfalls sogar altern, aber so passiert nur schlicht und ergreifend nichts. Aura. Ja, scheiße, stimmt. Ja, Geister machen den Dreck. Da sie nicht weiß, damit die anderen beiden besser agieren können, würde sie nach da drüben gehen. Und einen... Gott, jetzt muss ich ja wieder darüber. Guiding Bolt auf unser liebes Geistilein. Alles klar, dann bitte. Das ist dafür, dass du uns so angeschrien hast. Ich drück heute nicht richtig, ey. So. Das trifft. Yay! Sie erstrahlt in hellem Licht. Es erfüllt für einen Moment lang den ganzen Raum und dieses Licht wirkt noch ein klein wenig nach, sodass der nächste Angriff gegen sie Vorteil hat. War's das? Ja. Wunderbar. Chakta. Ein. Also zu ihr laufen? Das Bett, auf das du dann springst, ächzt unter deinem Gewicht und du hast den Eindruck, dass mindestens 2 der Lattenroste durchgebrochen sind. Nur 2? Ich bin enttäuscht. Dann geht Chakta wieder in magentafarbenen Flammen auf, als er wild schnaubt. Und ich möchte die Liste erneut bemühen.
Dann bitte, bemühe sie. Jo, until the rage ends, your weapon damage type changes to force and gains light. Okay, ich kann, und ich kann es werfen. Scheiße, ich mach force damage jetzt und ich hab Vorteil, ne? Yep. Das Vorteil, ja. May the force be with you. Dann brauche ich keinen Reckless Attack. Oh, ja, aber ein Crit läuft. 2 dazu und ein Crit. 23 Force Damage. Ja, deine Waffe knistert mit Energie. Du wirbelst sie einmal herum und schlägst auf diese geisterhafte Gestalt. Sie reißt die Augen auf, als die Klinge... Ja, Haut ist das falsche Wort, aber ihren Körper berührt. Sie streckt die Hand aus. Nein, Kapitän, ich! Und sie zerplatzt in eine Wolke aus Ektoplasma, die glücklicherweise nicht irgendwie stofflich ist. Das wäre wahrscheinlich ziemlich ekelhaft. Hey, Chakta, gutes Team! Für Elazer habe ich einen Knall gehört, dann irgendwie Kampfgeräusche, irgendwas geballert und dann dieses Schreien, typische Chaktar-Angriffsgeräusche. Wütende Käfergeräusche. Ich renne los. Geht's allen gut? Ja, Chaktar guckt auch nach dem Schlag auf die Stelle, wo die Frau gerade schwebte und guckt euch dann ein bisschen irritiert an. Was heißt hier nein, Captain? Ich hab sie doch gewarnt. Was ist hier los? War wirklich, 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 wirklich absolut hässlich. Wäre ich nicht gerade so erschrocken gewesen vom, dass sie überhaupt da ist, hätte ich mich nochmal erschreckt. Okay, das macht keinen Sinn, oder? Hast du den Geist gesehen? Geschreckenes Erschrecken. Elasair stürmt gerade durch die Tür rein. Was? Geist, Chakta hat sie getötet. Das war enttäuschend. Ja, das war es, Chakta. Und er springt vom Bett. Das Bett ächzt noch einmal und hinter dir, als du gerade runterspringst, bricht es vollständig zusammen. Dass das kein Wasserbett war. Ich glaube, dann wäre aber das mittlerweile auch kein Wasser mehr, sondern so eine ekelhaft sumpfige Brühe. Eben. Da ist doch so ein Bücherregal und so ein Tisch oder sowas. Ich würde mir das gerne mal angucken wollen. Yep, da sind ein Bücherregal und ein Tisch. Beide sind staubig und offen gesagt ziemlich mitgenommen. In dem Bücherregal sind mehrere Logbücher. Anscheinend hat der Kapitän, wer auch immer er war, sehr sauber Buch geführt über alles, was hier an Bord des hungrigen Hais passiert ist. Aber ich glaube, hier haben wir... Auch wenn wir theoretisch noch ein bisschen zu spielen hätten, aber einen schönen, organischen Moment, um für heute zu cutten.